Hier auch mal ein ganz großes Lob an MovieEmps. Ich kenne deinen Namen leider nicht. Ich meine, du hast ihn sogar mal gesagt irgendwo. Wir haben jetzt auch nicht wirklich guten Kontakt. Wir hatten einfach nur mal kurz miteinander geschrieben gehabt, wegen meiner Reaction da drauf. Und ich hatte wirklich auch kritisiert, dass MovieEmps hier und da sich bei manchen Filmen und Serien ein paar Problemchen aus dem Arsch ziehen, die dann wirklich auch gewollt Probleme sein müssen. Unter anderem eben Political Correctness bei Kayla, weil Kayla eben nahezu unbesiegbar ist und das wird dann so ein bisschen hingestellt, ja, weil sie eben eine Frau ist oder vielleicht auch, weil sie schwarz ist. Und da habe ich damals gesagt, das ist Bullshit. Kayla ist einfach nur unbesiegbar, genau wie auch Owen, weil das zwei Figuren sind, die eben beschissen geschrieben sind. MovieEmps hätte daraufhin, hätte ich erwartet, dass wie nahezu jeden da draußen, den man irgendwie kritisiert wegen solchen Aussagen, so ein bisschen beleidigt sein könnte. Ne? Der hat mich jetzt ja gerade, hat er gesagt, das stimmt nicht, bla bla bla. Ihr habt sehr cool reagiert. Er hat einfach nur zurückgeschrieben, ey, ich fand die Reaction sehr cool. Und schade, dass du Part 2 nicht gesehen hast. So, es ist, ey, ich finde sowas einfach sehr sympathisch. Und ja, es gibt Filme, die damit total überflutet werden, mit der ganzen Political Correctness-Sache. Aber das ist eben nicht so der Fall da gewesen. Und deswegen schauen wir uns einfach jetzt mal guten Gewissens Part 2 an. Und mal gucken, inwiefern wir jetzt hier eines Besseren belehrt werden. Ich bin kein Riesenfan von Jurassic World Dominion, ihr wisst das. Ich habe mir sagen lassen, dass in Part 2 dieses gesamten, dieser gesamten Rage View jetzt auch sehr stark auf die Malta-Szene eingegangen wird und warum die komplett sinnlos ist. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich finde die Szene auch sinnlos, aber ich würde jetzt nicht extrem krass begründen können, wieso. Die ist einfach nur so da, damit irgendwie, keine Ahnung, das Ganze globaler wirkt, weil das ja auch damals so angekündigt wurde und der ganze Cast hat eben Plot-Armor. Ja, ja, auch sowas, ja. Hier sowas zum Beispiel. Chris Pratt macht sich inzwischen selber darüber lustig. Ist toll. Ist schon sehr toll. Ich hate halt gern Jurassic Park 3, weil du gerne mit Jurassic World Film hatest. Ist vollkommen okay. Du solltest aber, ich mag die ja wirklich nicht. Also, was heißt, ich mag die nicht? Aber ich finde Jurassic World Filme, die finde ich ja wirklich jetzt nicht so geil. Du solltest aber auch nur über Jurassic Park 3 haten, wenn du Jurassic Park 3 auch nicht magst. Ist ja Schwachsinn jetzt zu sagen, nur weil du das nicht magst, nehme ich einfach jetzt einen Film, den du immer sehr verteidigst, finde jetzt aber diesen Film scheiße. Das ist ja Quatsch. Der alte Cast hatte Plot Armor, ja, richtig. Okay, wir gucken da jetzt mal rein. Ihr seht natürlich gerade noch nichts, ne? Das ist ein bisschen dumm. Ich muss das noch kurz umschalten. Damit ihr jetzt auch seht, was ich jetzt auch sehe. Es wurde Jurassic World Dominion wurde eingelöst. 800 Punkte. Sind das Dinge gewesen? Oh Gott. Muss ich jetzt drei positive Sachen an Jurassic World Dominion sagen? Was das war? Ich kann auch selber mal nachgucken. Warte mal ganz kurz. Ich habe doch hier selber meine eigenen Alerts. Dominion, was waren hier die Aufgabe gewesen? Tobi muss eine Eigenschaft an Jurassic World Dominion hervorheben und darf, weil er immer nur meckert, okay. Das ist fair. Jurassic World Dominion, positive Eigenschaft, dass der Film ein Ende hat. So, gehen wir weiter in den, in die Rage View von MovieEmps rein. Auf geht die Party. Ich muss euch, glaube ich, ein bisschen lauter machen. Ihr müsst mir nochmal sagen, ob das auch alles passt mit Ton und Stimme, ne? Ich mach's einfach mal so, das müsste irgendwie funktionieren. Auf geht's. Überflüssigen Pilotin abgestürzt. Auf einem zugefrorenen See haben die Moment. Was war das denn? Okay, noch ein Versuch. Wir starten jetzt rein. MovieEmps mit Jurassic World Dominion Rage View. Na, was haben wir denn gerade hier für Schwierigkeiten? Ich will hier anfangen.
Achtung und anschnallen, liebe Amps. Heute werdet ihr Zeuge des unlogischsten und peinlichsten Flugzeugabsturzes der gesamten Filmgeschichte. Hey Beta, schön, dass du auch da bist und gerade deine Punkte raushaust für Embryosaft. Der geht auf dich. Flugzeugabsturz, ich schätze mal, es geht um die... Achtung, ich werde wieder Prognosen stellen, worum es wirklich geht. Hier wird angesprochen, dass es extrem dämlich ist, dass Claire, die hinten sitzt, die einzige ist, die einen Fallschirm hat. Das wird bestimmt hier behandelt werden. Aber wie kommst du auch auf so eine Idee, Mann? Du musst doch als Regisseur wenigstens Bock haben, so eine Szene zu schreiben. Mindestens Bock musst du doch drauf haben. Okay, gucken rein. Und gemeinsam mit dem Flieger wird Jurassic World Dominion noch einmal in deutlich tieferen Logiklöchern verschwinden als in der ersten Hälfte. Damit herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Rage View. Welcome to Plobble. Die erste Hälfte war halt schon krass gewesen. Also, die erste Hälfte war schon wirklich krass gewesen. Ich bin gespannt. Zuletzt haben wir gesehen, dass Owen und Barry dank magischer Handbewegung den ausgebrochenen Raptoren entkommen sind. Dann schwang sich Owen auf ein Motorrad, um irgendjemanden hinterher zu jagen. Doch die Antagonistin Soyona Santos markiert Owen für die Raptoren mit einem Laserpointer und macht ihn damit zum Ziel für die Viecher. An dieser Stelle wollen wir einmal konstatieren, wie klug diese Idee mit dem Laserpointer ist. Ja, ey, ist bescheuert, aber... Es sollte halt eben irgendwie die Geschichte weiter voranführen. Damit haben sie ja schon angefangen in Jurassic World Fallen Kingdom. Das war auch schon bescheuert. Aber das mussten sie eben jetzt irgendwie nochmal mit aufgreifen, damit du halt sagen kannst, ja, diese Entwicklung, der Indoraptor war eine Entwicklung aus dem Indominus Rex, wo ja auch im ersten Film gesagt wurde, ey, wenn der Indominus Rex nur kleiner wäre und kompakter, wäre das viel geiler. Dann haben wir den Indoraptor bekommen, der war kleiner und kompakter. Dann wurde gesagt, ja, der ist noch nicht ganz fertig, der muss noch mehr auf diese Laserdinger funktionieren, abgerichtet werden. Das haben wir jetzt halt hier bekommen. Ist es beknackt? Ja, aber es ist halt in der Handlung selber hat es irgendwie schon vorangebracht, glaube ich. Man hätte es so machen können, dass die anderen Stühle mit kaputten Fallschirmen ausstatten. Das wäre tatsächlich wesentlich schlauer sogar nochmal gewesen. Wäre immer noch so ein Ding, wo man sagt, was ein komischer Zufall. Aber warum kommst du jetzt innerhalb von 30 Sekunden auf diese Idee und ein Colin Trevorrow, der Millionen dafür bekommt, der hat's nicht gecheckt. Vollkommen richtig. Wäre immer noch dumm, aber wäre trotz allem okay. Muss essen gehen, komm gleich wieder, lass dir auf jeden Fall schmecken. Wir gucken jetzt hier weiter. Komm, machen wir weiter. Denn selbstverständlich gibt es keine zuverlässigere und schnellere Möglichkeit, jemanden loszuwerden, der gerade von einem Laserpointer markiert wird, als über frei laufende Dinos, die man dann ja auch noch irgendwann einfangen muss. Ja, das könnte man höchstens damit erklären, dass man im Nachhinein noch dazu bestätigt, wie Colin Trevorrow das ja ganz gerne macht, dass der Jonas Santos hier die Atrociraptoren testen möchte. Weil die vielleicht gerade frisch geschaffen wurden und noch keinen Testverfall hinter sich hatten und deswegen testen wir sie einfach jetzt. So. Gegeben. Movie Ems einfach ausgetrippelt. Dominion ist ein Meisterwerk. Weiter geht's. Jetzt schon besser als der Regisseur. Ja, tatsächlich. Hast du dich gerade selbst gelobt? Kann man auch mal machen. Ist aber auch richtig so. Hast schon recht. So, weiter geht's. Mounting a laser sight on your handgun is a great way to improve your shooting accuracy. A good laser sight offers an enormous advantage for your shooting and lets you precisely achieve your target even. Ja, aber hier muss man auch wieder sagen, wenn jetzt hier der Kommentar aufflackern sollte von MovieAmps, dass es doch schlauer gewesen wäre, einfach Waffen zu nehmen und mit denen auf die Menschen zu schießen. Das würde ich noch beschissener finden als das, was wir jetzt hier bekommen haben, weil es ist nun mal ein Dinosaurierfilm. Ja, es ist halt jetzt so, wie es ist. Ja, alles bleibt jetzt so, wie es ist. Aber ich verstehe es schon. Übrigens, Häuserkampf mit Tieren wurde auch schon öfter kritisiert, ist aber gar nicht mal so dumm. Gibt's wirklich. Es gibt Russland zum Beispiel, hat zum Teil Delfine ausgebildet,
die unter Wasser irgendwie agieren können. Also die können einfach unter Wasser angreifen. Das mit den Tieren für Militär abrichten, das machen wir heutzutage auch schon tatsächlich. Ist also gar nicht so dumm. Warum man dafür jetzt hier einen Laserpointer braucht, das ist die andere Frage. Das ist halt einfach Colin Trevorrow. Tatsächlich. Situations, where your eyesight is obscure. Also, bis hierhin sind wir letztes Mal gekommen. Und wenn ihr denkt, dass das, was wir im ersten Teil präsentiert haben, nicht noch schlimmer werden kann, dann schnallt euch an. Die zweite Hälfte von Dominion ist noch einmal deutlich übler als die erste. Findest du Jurassic Park oder Godzilla besser? Jurassic Park. Ich bin halt mit Jurassic Park aufgewachsen. Godzilla habe ich so ein bisschen nachgeholt. Finde ich auch sehr geil. Ich liebe den Original-Godzilla. Den Schwarz-Weiß-Godzilla von 54. Den finde ich super geil, weil der auch so eine Message rüberbringt. Genau wie Jurassic Park 1. Und ja, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Mir fällt gerade auf, dass die neue Jurassic World Trilogie einige Parallelen mit den Star Wars Sequels aufweist. Guter erster Teil, mit einer ordentlichen Packung Nostalgie, und die nächsten Teile wurden konstant schlechter. Ja, doch tatsächlich, ja, ist irgendwie auch so. Sogar die Sache mit dem Imperator, der auf einmal da ist, könntest du mit Biosyn gleichsetzen. Wo kommen die auf einmal her? Somehow Biosyn Returns. Ja, tatsächlich. Jurassic World 2 ist genial. Na, genial. Ich finde den auch am besten von der Trilogie. Einfach nur, weil der halt mal versucht, was anderes zu machen. Ich mag die erste Hälfte überhaupt nicht vom zweiten Teil mit dem komischen Vulkanausbruch. Aber ich mag diesen Haunted House Aspekt. Er ist jetzt auch nicht genial umgesetzt, aber erstmal was Neues irgendwie. Den mochte ich mit dem Indoraptor. Ach so, auf jeden Fall MovieAms abonnieren. Ganz wichtig, habe ich schon mal gesagt, ich reacte jetzt nur da drauf, mache mir deswegen halt keine Arbeit, und deswegen auf jeden Fall MovieAms unterstützen und abonnieren. Und ja. Punkt. Zunächst einmal Asche auf unser Haupt. Im ersten Teil unseres Rage-Views habe ich tatsächlich T-Rex zu einem Carnotaurus gesagt. Das habe ich sogar auch angekreidet. Ich meine, er hat es mir sogar in die Kommentare reingeschrieben, dass ich aufgrund dessen, dass ich hier bemängelt habe, dass er einfach T-Rex gesagt hat, dass ich mir Teil 2 doch bitte angucken sollte. Da wird das Ganze wohl nochmal aufgelöst werden. Ja. Ein T-Rex mit einem Carnotaurus zu vergleichen, ist halt schon, als würdest du zu Star Trek Star Wars sagen. Aber wir lassen uns einfach mal so stehen. Ist schon okay. Haben ja beide kleine Ärmchen, das ist schon okay. Vielen Dank für die Korrektur. Allerdings will ich festhalten, dass sich dieser Carnotaurus mit einem T-Rex identifiziert. Er hat sogar offenbar damit angefangen, sich die Hörner abzusägen. Also ich würde sagen, wenn er sich als T-Rex identifiziert, dann ist er verdammt nochmal einer. Also haltet alle die... Ganz dünnes Eis, hat er aber recht. Ihr besserwissrigen Hater. Owen sitzt halt nun auf dem Motorrad und es folgt... Übrigens, einfach nur damit das Video lustiger wird, identifiziere ich mich heute mit jemandem, der Jurassic World Dominion geil findet. Und widerspreche bei allem, was jetzt MovieAms von sich gibt. So. Tatsächlich ganz coole Actionsequenz, in der Owen auf dem Motorrad und Claire auf dem LKW vor den Raptoren wegfahren. So stelle ich mir Jurassic... muss ich gerade schon wieder unterbrechen. Das ist eine Szene, die ich zum Beispiel auch sehr beschissen fand. Die war aber schon im Trailer sehr seltsam. Diese Szene jetzt hier mit dem Allosaurus und dem Carnotaurus, die wurde doch hundertprozentig erst nachträglich eingefügt oder nachträglich gedreht. Dieser Übergang von, ich werde von Raptoren gejagt und sehe auf einmal dann, wie die beiden Saurier quasi als Freunde draußen auf dem Marktplatz rumlaufen, fühlt sich sehr seltsam an, finde ich. Das sieht aus wie so ein Werbespot. Kennt ihr diese Werbespots von den Olympischen Spielen von Jurassic World? Das könnte so einer sein. Olympische Spiele im Motorradfahren oder so. Es könnte einfach einer sein. Habe das Gefühl, du benennst auch öfter mal Dinos falsch. Oh ja, und Menschen.
Menschen mache ich auch öfter mal falsch. Ist auch ganz, ganz, das wird immer ganz, ganz, nee, ist, eigentlich wird es nicht immer ganz dramatisch gemacht. Nur wenn ich bestimmte Menschen verwechsel, dann geht's ab. World vor. Und wir lernen erneut, dass gut inszenierte Szenen keine Musik benötigen. Ist aber dann auch die einzige Szene, die das. Und hier muss ich wirklich sagen, das CGI sieht schon geil aus. Das sind ja nie im Leben animatronische Puppen, die hier langhacken. Das ist CGI und das geht. Das Problem ist einfach, du kannst das CGI in Jurassic World Dominion nicht wirklich genießen, weil die alles komplett zerschneiden. Nur Cut, 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 Cut. Das hätte einfach so ein geiler One-Shot sein müssen. Die gesamte Szene in Malta, wo Owen mit dem Motorrad wegfährt, als ein One-Shot, ein riesiger. Das wäre geil gewesen. Wäre geil, denke ich mir auch. Ein Kampf zwischen Allosaurus, Carnotaurus, das wäre doch was gewesen zum Beispiel, ja. Dass die beiden Saurier sich auch nochmal hier fetzen. Auf dem Marktplatz zum Beispiel, das wäre doch was. Der Bro hat noch keinen einzigen Jurassic World Film gesehen. Welcher Bro? Doch. Wenn du hier von Movie-Ems redest, dann doch. Verteidigst du gerade auch jetzt noch Jurassic World Dominion? Was für eine Welt leben wir eigentlich gerade? Oder habt ihr einfach alle eingesoffen? Was der Trailer verspricht, so viel sei gesagt. Wir sehen hier auch, dass die Raptoren viel schneller sind als Owen auf dem Motorrad mit Vollgas. Claire also in der Szene zuvor, zu Fuß also schneller war als ein Motorrad. Na, aber na, das kann man, man könnte es theoretisch so belegen, weil die verschiedenen Atrociraptoren haben verschiedene Eigenschaften. Das wurde damals ganz groß angepriesen, wo man auch dachte, dass die Atrociraptoren hier eine große Rolle spielen werden, was ja dann nicht der Fall gewesen ist. Dass zum Beispiel Ghost ist der Anführer gewesen. Ghost stammt ja ursprünglich von den weiblichen Velociraptoren mit ab. Das haben sie auch nachträglich erst hinzugefügt, aber ist eben so. Die waren ja auch die Anführer gewesen. Dann der Atrociraptor Red war, glaube ich, der Schnelle. Panthera war der Starke. Das könnte jetzt er hier sein. Dann könnte man eben argumentieren, ja, so Videospiellogik. Die Starken sind aber auch immer die Langsamen. Das könnte man so machen. Aber normalerweise heißt es immer Show, don't tell. In diesem Fall würde ich sagen, wäre das so ein kleiner Hinweis noch ganz nett gewesen, wenn das wirklich der Fall sein würde. Im Endeffekt, du musst Jurassic World Dominion, musst du studieren, dass du sagen kannst, ich verstehe diesen Film komplett. Fängt schon bei Biosyn an mit der grandiosen Idee, Heuschrecken zu erschaffen, die alle Felder fressen, außer die eigenen. Und keiner kommt drauf, wer es sein könnte, außer Ellie Sattler. Ist schon eine geniale Idee gewesen von der Story. Da fragt man sich, warum die überhaupt einen LKW nimmt, wenn die Usain Bolt hier Faktor 4 schlagen kann. Owen macht's wie meine Frau und ich letzten Sommer und nimmt den Flieger in der letzten Sekunde. Kayla wird dem Zuschauer nun durch ein paar genial geschriebene Zeilen näher gebracht. You willing to risk your life for people you never met? You wanna ask questions or you wanna ride? Während dieser ganzen James Bond für arme Szene wurde uns übrigens Macy ganz kurz in einem Auto sitzend gezeigt. Das soll jetzt hier die Szene sein, da müssen wir ganz kurz aufpassen. Ich will nur mal auf die Heuschrecken eingehen. Auch was das sollte mit, dass die Heuschrecken plötzlich unsterblich waren. Und es ist sogar, glaube ich, Henry Wu, der das einfach erzählt. Er erzählt Louis Dodgson, die können nicht sterben, die sind unsterblich. Wie kommt dann das geniale Genie Louis Dodgson, der Biosyn inzwischen als CEO regiert, dass der auf die grandiose Idee kommt, wir zünden die einfach alle an. Da hat man einfach, ich weiß nicht, was man da hat man nicht so Bock gehabt auf das Drehbuch. Oder vielleicht ist aber auch so, dass Jurassic World Dominion auf dem Papier echt gut funktioniert. Aber als Film halt einfach nicht. Nee, es ist Tiger. Ja, vielleicht ist aber auch einfach Tiger eben der Starke gewesen. Ich hab die einfach auch verwechselt, vielleicht, weiß es nicht mehr. Kann schon sein.
Also ich muss mich auch mal outen. Ich mochte Dominion schon. Ja. Ja, dann mögt ihr den. Das ist natürlich schwach. Ihr könnt ja mögen, was ihr wollt. Ist ja alles nur Spaß. Ist mir ja auch vollkommen wurscht. Ich halt nicht. Ich bringe euch gegenüber Toleranz, dass ihr den Film mögt, aber andersrum wird es irgendwie nicht akzeptiert. Merkt ihr das? Dass ich hier quasi, ich bin das Opfer in der Geschichte gerade. Buki macht schon wieder dubiose Abstimmungen. Und alle vier Leute, die jetzt hier ja für gut abgestimmt haben, sind auch die vier, die gesagt haben, ich finde den Film gut. Ist ja in Ordnung. Allerdings habe ich noch niemanden gesehen, der mir wirklich belegen kann oder einfach der mir argumentieren kann, warum der Film gut ist. Argumente, die für den Film stimmen, sind immer: ja, es sind halt viele Dinosaurier da. Und der Giganotosaurus sieht auch ganz gut aus. Und der Anfang, die ersten 5 Minuten sind ganz gut. Gibt's auch immer mal wieder. Das sind eure Argumente für Dominion ist gut. Wir können gerne mal ein Video machen. Wenn nächsten Samstag, nächste Woche Samstag, der liebe Liko kommt von Media Melage und auch der liebe Mirko von Prehistoric Zone. Wir gehen ja eh live. Dann machen wir einfach mal ein Video. Argumente sammeln, warum Film A und Film B ist. Mirko, Nico und ich schnappen uns Jurassic Park 1. Werden argumentieren, warum der Film gut ist. Wir können auch Jurassic Park 2 nehmen von mir aus. Da sind wir nämlich alle einer Meinung. Und ihr argumentiert dann live im Stream mal dagegen. Mit richtigen Argumenten, warum ist Jurassic World Dominion gut. Und da könnt ihr mir nicht ankommen mit, ja, die Story ist doch geil. Dann will ich wissen, warum ist die Story geil. Was macht die Story aus? Logiklücken, Fanservice, zerschnittene Action. Du hast das Zauberwort nicht gelernt. Du hast das Zauberwort nicht gelernt. Das ist aber jetzt wirklich fies in einem Video, wo es um Jurassic World Dominion geht. Ist dir das eigentlich bewusst? Wie viel hast du denn jetzt dafür rausgehauen? 300 Punkte. Ah. Aber nur solange Dennis Nedry an ist. Da habe ich schon wieder mitgedacht. Ne? Da habe ich echt mitgedacht, dass ihr mir so einen reinwürgen wollt. Da habe ich mitgedacht irgendwie. Das musste sein. Ist auch okay. Wir gucken jetzt trotzdem weiter. Irgendwas habe ich jetzt gedrückt, ohne es zu wollen. Wenn ich jetzt irgendwas gelöscht habe im Chat, tut's mir leid, das war keine Absicht, ich wollte eigentlich hier drauf drücken. Und für arme Szene wurde uns übrigens Macy ganz kurz in einem Auto sitzend gezeigt, um dem Zuschauer mit niedriger Aufmerksamkeitsspanne vorzuheucheln, dass man diesem Auto auch irgendwie hinterherjagt. Da das beim ersten Ansehen nicht sonderlich auffällt, müssen wir an dieser Stelle noch einmal Maisys und Baby Raptors Weg seit der Entführung nachzeichnen. Ihr werdet erstaunt sein, welche Abgründe euch da entgangen sind, versprochen. Also, Maisy wurde ja auf der Brücke von den Mitarbeitern von Biosyn gestellt und von den Wilderern. Also aufgepasst, die Mitarbeiter von Biosyn klauen hier Maisy, die Wilderer Baby Raptor. Jetzt könnte man Baby Raptor und Maisy einfach in ein Flugzeug setzen und in die Dolomiten zu Biosyn fliegen. Da die Autoren aber ein paar TikTok-fähige Szenen fürs Marketing benötigen... Stimmt. Biosyn Valley ist in Italien. Nein, Moment. Biosyn ist in Italien. Doch. Aber warum ist dann Maisy in Malta? Auf Malta. Biosyn Sanctuary. Ja, doch, ist in Italien. Das stimmt. Da fängt es jetzt ja schon an. Hört dem Mann einfach mal ganz kurz zu. Liebe Movie-Enfs, ich werde jetzt diese Erklärung von euch einfach mal durchlaufen lassen, ohne eigenen Kommentar. Ich hoffe, ihr vergebt es mir und gebt mir dann deswegen nicht irgendwie einen Strike. Aber die Leute müssen es einfach jetzt verstehen. Wir haben hier einfach 4 Leute, die einfach sagen, Jurassic World Dominion ist ein guter Film. Also, der Plan ist, Maisy von Nevada nach Biosyn zu bringen. Direktflug. Ne? So, hier.
Mal gucken, warum das jetzt keinen Sinn macht. Man könnte aber auch sagen, vielleicht mussten die ja mal tanken. Dann ist aber die Frage, warum ist Macy aus dem Flugzeug ausgestiegen und ins Auto eingestiegen und woanders hingefahren? Wir gucken mal, was da jetzt die Auflösung ist. Und man irgendwas mit Action in Malta machen wollte, nimmt man den komplizierteren Weg. Und zwar den unfassbar deutlich komplizierteren. Achtung, was jetzt kommt, wird euer Hirn sprengen. Wir mussten diese Szene sage und schreibe 8-mal schauen, um zu verstehen, was man hier eigentlich von uns will. Also, zunächst einmal werden Baby Raptor und Macy voneinander getrennt und nicht etwa direkt in die Dolomiten geflogen, sondern mit 2 Fliegern zum gleichen Flugplatz in Malta gebracht. Ja, genau. Die Autoren begründen das. Das macht Sinn laut der Geschichte, weil wenn du jetzt nur ein Flugzeug losschickst zum Beispiel, das wird irgendwie abgefangen am Start oder am Landepunkt, verlierst du sowohl Macy als aber auch Beta. Wenn du aber beide mit 2 Flugzeugen losschickst, ist das Risiko, dass du beide verlierst, geringer. Das ist der Hintergrund. Das verstehe ich irgendwo doch. Oder bin ich zu dumm und da ist jetzt noch mehr dahinter. Achtung. Damit, dass 2 Flieger sicherer sind als einer. Würde ich auch so sehen, ja. Wieso das der Fall ist, wenn man am Ende ohnehin beide braucht? Naja, weil die Autoren das wohl so wollen. Da muss ich jetzt aber auch MovieMs widersprechen. Du brauchst zwar beide für diesen Plan, allerdings, sobald du trotz allem eins davon hast, ich meine, du kommst ja eigentlich nicht so leicht an beide ran. Was sind jetzt deine Optionen? Dass du beide auf einmal verlierst und beide wieder einfangen musst oder dass du nur einen von beiden verlierst? Da würde ich auch sagen, es macht doch wirklich Sinn, wenn ich... Was ist das denn? Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ein Flugzeug abgefangen werden könnte, stecke ich nicht beide in ein Flugzeug rein, dann sind alle beide weg. Das macht irgendwie schon Sinn, dass man die getrennt dahin bringt. Das meine ich manchmal, da ist, ich weiß nicht, ob ich das einfach nur zu positiv sehe, aber das finde ich jetzt gar nicht mal so dumm. Die wurden nach Malta transportiert. Ja, aber warum ist ja halt dann die Frage. Wie sie transportiert werden, das finde ich trotz allem immer noch sehr nachvollziehbar, denn du brauchst zwar beide, ja, nehmen wir jetzt einfach mal an, irgendwie du Dragon Ball Metapher. Du musst alle 7 Dragon Balls und brauchst ja alle 7, damit Shenlong erscheint. Nimmst aber jetzt, keine Ahnung, 2 Flugzeuge. Nehmen mal wieder 2 Flugzeuge und packst 3 Dragon Balls, 1 rein und das sind 7 insgesamt, ne? Und 4 ins andere Flugzeug rein. So. Und dann wird eins davon gekapert oder irgendwie am Fluglandeplatz aufgehalten. Und dann verlierst du maximal 4 Dragon Balls, wenn es das 4er Flugzeug erwischt. Hast aber immer noch 3. Das ist doch besser, als wenn dann direkt alle 7 weg sind. Jetzt kommt mir ja nicht mit, wenn du alle 7 hast, warum transportierst du die erst nochmal weg, du Idiot? Dann kannst du den Drachen ja auch direkt rufen. Es war eine Metapher. Ich wollte damit nur verdeutlichen, dass es Sinn macht, die beiden aufzuteilen. Das finde ich schon, doch. Irgendein Lob jetzt dafür, dass ich gerade was Positives über Jurassic World Dominion gesagt habe? Nee, ne? Da schweigt ihr jetzt. Ja. Aber könnte man nicht sagen, weil es unauffälliger ist, das über den Schwarzmarkt auf Malta eben zu Biosyn zu bringen, als direkt, aber unauffällig vor wen? Vor wem? Das wird ja eh geheim gemacht. Also ich glaube nicht, dass Anastasiona Santos jetzt irgendwie hier großartig mit einem Tower in Kontakt ist oder mit einer Fluggesellschaft. Die wollen illegal Menschen entführen und Dinosaurier, aber ich meine, die entführen einfach ein Kind. Das wird schon alles geheim sein. Und geheim, das ist halt eine dumme Filmlogik. Geheim, wenn du ein Kind entführst in dem Szenario, bring es doch so schnell wie möglich zum eigentlichen Ort. Oder bring beide, bring Beta und Macy doch so schnell wie möglich nach Malta. Warum bringen sie es allerdings erst nach ins Biosyn Valley? Du musst dir überlegen, die müssen hier hin. Da oben, seht ihr das? Die müssen da, wo das Rote Kreuz ist. Die fliegen ja von der Strecke dran vorbei. Hierhin, um hier nochmal umzusteigen und dann wieder da hoch zu fliegen. Und aber hier passiert ja nichts mehr auf Malta. Wenn da noch irgendwas passieren, dass sie, keine Ahnung,
dass auf Malta noch ein Arzt wäre. Der muss Macy noch für den Schwarzmarkt Blut abnehmen oder Beta. Das würde ja schon erklären, warum die nochmal auf Malta landen müssen. Aber warum fliegen sie am Biosyn Valley vorbei und fliegen dann von da aus, fliegen dann von Malta aus erst zu Biosyn? Das ist ja die Frage. Das checke ich halt aber auch nicht gerade. In Jurassic World Dominion hätte man einen Hybriden zwischen Indoraptor und dem Dominus Rex machen müssen. Ja, hätte aber jetzt auch nicht wirklich viel ausgemacht in dem Film. Ich fand den Giga als Idee auch nicht verkehrt. Hätte man aber mehr einsetzen müssen, mehr zeigen müssen. Und vielleicht auch nicht im Biosyn Valley, irgendwo, wo er auch mal ein bisschen mehr Schaden anrichten kann. Ich habe eher das Gefühl, dass das so geskriptet wurde, damit Kayla und Macy sich nicht schon im Flugzeug kennenlernen, sondern Kayla Macy das erste Mal nur kurz auf dem Flugplatz sieht. Das wird jetzt aber alles noch viel besser. In Malta. Aber war es nicht so, dass Macy und Beta, ich meine, die werden es wissen, die haben es sich 8-mal angeschaut. Ich erinnere mich aber so, dass Macy und Beta in einem Flugzeug nach Malta gebracht wurden und dann in Malta, also auf Malta, in zwei Flugzeuge umgesiedelt wurden. Umgesiedelt, ey. Also ihr wisst, was ich meine. War das nicht so? Das würde aber auch keinen Sinn machen. Aber es würde wenigstens irgendwie erklären, warum sie nochmal kurz zwischenlanden müssen. Vielleicht, weil sie ja bei dem Flug von Nevada auf Malta, nee, Richtung Biosyn, haben sie auf einmal festgestellt, scheiße, lass die doch mal lieber trennen voneinander. Es macht da, ist sehr schwierig, da jetzt was Positives reinzulesen, weil sie fliegen einfach am eigentlichen Ziel vorbei und landen nochmal auf Malta. Und dann fliegen sie ja direkt wieder zurück. Ja, Sinn macht's nicht, nein. Okay, egal, gucken wir weiter. Soll Macy in ein anderes Auto steigen und wird von Soyona Santos in Empfang genommen. Walk to the car. James Bond Bösewichte in Jurassic Park einzubauen, war auch eine grandiose Idee. Also aufpassen. Biosyn hält Macy, die ja unfassbar wichtig ist, hier bereits in den Händen und gibt die jetzt an Soyonas Söldnertruppe ab, was gar keinen Sinn ergibt, außer dass wir einmal die coole Soyona auf einem Flugplatz stehen sehen dürfen, was sich super für TikTok eignet. Dieses Auto hier wird Macy einmal quer durch Malta fahren und zu einem anderen Flugplatz bringen. 90, vielen, vielen Dank für dein Stufe 1 Abo, ich hab's eben gerade erst gesehen. Ich muss mir erst noch die ganzen Alerts hier einrichten. Tut mir echt leid, wenn ich es manchmal ein bisschen übersehe. Ich überlege gerade nur, wie das Sinn machen könnte. Ich würde gerade echt gerne widersprechen. Ich würde gerade echt gerne sagen, dass es, die haben irgendwas übersehen, irgendwas ist da nicht. Aber stimmt, Macy und Beta sollen zu Louis Dodgson ins Biosyn Valley gebracht werden. Und dieser Rain ist ja der Typ, der mit Owen da auch Clinch hat, ganz kurz, der auch auf Owen dann schießt in Nevada. Der ist ja von Biosyn direkt angeheuert worden. Der hat Macy ja schon. Warum geben die dann jetzt nochmal an Soyona Santos ab? Vielleicht um Geld zu sparen. Ich hab's. Movie Ems, ich hab euch wieder erwischt. Pass auf. Es ist einfach extrem teuer, wenn Rain direkt ins Biosyn Valley fliegt. Das kostet extra, weil der eigentlich nicht so weit fliegt normalerweise. So. Deswegen hat er Soyona Santos aber angeschrieben und die hat so ein, die hat quasi so ein Angebot, wie so ein, so ein, wie heißt das denn beim, wenn man irgendwie kurz vorher einen Flug bucht. Ich habe gerade echt so einen richtigen Wortschatzbaumel. Last-Minute-Flug. So ein Last-Minute-Flug hat eine Soyona Santos dann angeboten und sagt, pass auf, für einen 50er auf die Kralle und eine Packung Schokoladenkatzenzungen fliege ich die dir von Malta zum Biosyn Valley. Und da hat er halt gesagt, okay, pass mal auf, Rand, flieg die mal bitte nach Malta. Wird hier alles so teuer aktuell. Ich habe noch eine Gasheizung. Bring bitte die Macy und den Beta mal nach Malta und dann packen wir die kurz um zu einem anderen, zu der Soyona, weil die ist ein bisschen billiger. Und dann kann ich mein Haus auch noch heizen. Und deswegen ist das so passiert. Tja. Muss man halt manchmal ein bisschen mitdenken, Movie M. Da muss man halt manchmal so ein bisschen auch die Menschlichkeit in einem Louis Dodgson sehen. Habt ihr nicht gemacht? Habt ihr auf den Deckel gekriegt jetzt. So. Klasse.
von wo sie aus dann zu Biosyn startet. Das heißt, man startet den Flieger zu Biosyn nicht einmal hier am gleichen Flugplatz, sondern irgendwo ganz woanders, damit wir eine Szene zu sehen bekommen, in der Maisie zu Pseudo-James-Bond-Musik in irgendeinem Auto sitzt, was Drama erzeugen soll. Baby Raptor indes wurde ja von den Wilderern gefangen. Die haben das Beta. Sie hat einen Namen und der ist Beta. Dodgson, der sein... Warte, was? Dodgson, der seinen Gebirgs-Apple-Park mit Gas heizt. Auf jeden Fall. Wenn nicht sogar mit Öl. Weiß man ja nicht. Der hat keine Wärmepumpen, weil er halt nicht spart. Der gibt hier alles aus. Für Heuschrecken, die nicht sterben können. Feuerhütten, Feuerkabinen und Rain. An eine weitere, uns unbekannte Gruppe gegeben, die Baby Raptor nach Malta zum Flugplatz gebracht hat und dort an Santos übergeben hat. Warum ist diese andere Gruppe aus Sicht der Autoren nötig? Naja, sonst würde Soyona ja die Wilderer schon hier am Flugplatz treffen und wir bekommen die Einmal kurz eine Frage an euch, jetzt wo wir hier auch über Jurassic World Chaos Theory öfter schon gesprochen haben. Und Soyona Santos soll ja anscheinend eine Rolle spielen in der Serie. Quasi die Hauptbösewichtrolle. Könnte sowas noch aufgegriffen werden, dass es einen Grund gibt, warum Maisie auf Malta landen müsste? Oder meint ihr, das wird einfach so stehen gelassen? Man könnte es noch aufbauen. Also man könnte es noch nachträglich irgendwie verbessern. Das machen ja Filme und Serien sehr gerne. Star Wars zum Beispiel. Erklärt jetzt in 3 oder 4 Staffeln The Mandalorian plus noch eine Ahsoka-Serie und wohl noch einen Film mit Boba Fett zusammen, warum der Imperator wieder zurück ist. Das ist klasse. Und das könnten sie jetzt aber auch hier machen, irgendwie, und erklären, warum Maisie nochmal auf Malta landen müsste. Weiß nur nicht, wieso. Aber man könnte es nur irgendwie erklären. Jurassic World juckt sich wie Jurassic Park 3 für gar nichts. Ja, aber Jurassic Park 3 greift die Story wenigstens nicht an. Jurassic Park 3 kannst du weglassen, ohne dass es dich schmerzt. Das hier ist das offizielle Finale der Jurassic World und Jurassic Park Reihe. Das wurde so beworben. Hier endet das, was mit Jurassic Park angefangen hat. Sie nehmen diesen Schund in einem Satz mit Jurassic Park. Deswegen sage ich immer, Jurassic Park 3 ändert nichts an der Reihe. Das kann man auch als negativer Kritikpunkt ansehen, ja. Jurassic Park 2 hat das perfekte Ende gehabt und Jurassic Park 3 verändert dieses Ende nicht. Jurassic Park 3 ist wie ein DLC. Musst du nicht unbedingt haben. Aber das hier, das wird wichtig werden. Auch für die Zukunft wird das noch wichtig werden. Die Frau wird noch eine Rolle spielen in der nächsten Jurassic World Serie. Es wird noch extrem relevant für alles. Einfach nur Jurassic Park an Jurassic World Dominion schauen. Man muss nur 2 Filme schauen. Spooky. Jetzt fängst du auch noch damit an. Was ist denn nochmal Jurassic World? Irgendwas Positives wieder über Jurassic World, oder was? Okay. Eine positive Eigenschaft zu Jurassic World Dominion. Ghost ist das geilste Raptorendesign, was wir bisher hatten. So. Trotz allem wird das alles nochmal wichtig werden. Wenn die Leaks stimmen, wird Soyona Santos nochmal aufgegriffen werden. Und Jurassic Park 3 wirst du schlimmstenfalls wird da nochmal irgendwie gesagt, ja, da wurde das Amalgam-Testing durchgeführt. Punkt, aus die Maus. Der Film macht halt nichts kaputt. Das schon. Wir kommen. Mal gucken, ob sie noch dazu kommen, dass der Giganotosaurus einfach quasi mit einem Nicht-Bewegen abgehakt wird. Als wäre es ein T-Rex, was null Sinn ergibt. Und Alan Grant sollte es eigentlich besser wissen. Dazu kommen die bestimmt noch. Das werden die nicht auslassen. Szene am Schwarzmarkt nicht zu sehen. Ihr seht also, es wird heftig um diese wenigen coolen Einstellungen herumkonstruiert, in der Hoffnung, dass keiner, der diesen Film sieht, je darüber nachdenken wird, was hier eigentlich der Plot ist. Am Flugplatz wird Baby Raptor in ein Auto gesteckt, das nun hinter dem von Maisie herfährt, einmal quer durch Malta zu dem anderen Flugplatz. In diesen Autos sitzt aber Santos gar nicht mehr, sie steigt unterwegs aus, ohne dass wir das sehen, und wird in der Nähe des Schwarzmarktes rausgelassen, trifft dort die Wilderer für die Übergabe anderer Dinosaurier. Von diesem zweiten Flugplatz... Aber auch das macht ja Sinn.
dass sie an zwei Orten, das macht auch wieder Sinn, finde ich, dass da Jonas Santos nebenbei noch auf Malta andere Sachen und Geschäfte am Laufen hat, ist okay. Sie wollte ja die Atrociraptoren an den Schwarzmarkt verkaufen? Nee, die sollten, ne Quatsch. Ah, Moment. Sayone, also dieser Rain-Typ, ist doch nur auf Malta gelandet, weil er sich mit Sayona da treffen wollte, weil er die Atrociraptoren haben wollte. War das nicht irgendwie so gewesen? Macht immer noch keinen Sinn, ich weiß. Aber deswegen macht es halt Sinn, dass Sayona jetzt eben nicht mit im Fahrzeug drin sitzt und auf Malta weiter ihre Geschäfte macht und quasi ihre Handlanger losschickt. Das ist schon okay. Fliegen dann also Macy und Baby Raptor gemeinsam zu dem Ressort in den Dolomiten. Aber halt, was war jetzt nochmal mit den Wilderern? Die sind ja auch von Nevada irgendwie nach Malta geflogen. Ja, und zwar mit einem dritten Flugzeug, um Sayona in der Nähe des Schwarzmarktes zu treffen. Und jetzt kommt der absolute Knaller. Die Wilderer sollen die Dinos, die Sayona ihnen hier übergeben will, nach Riad schmuggeln. 50.000 to fly them to Riad. In or out? Aber wenn die Wilderer Dinos per Flugzeug schmuggeln könnten, warum haben sie dann nicht Baby Raptor persönlich nach Malta geflogen, sondern sind dem nur mit einem dritten Flieger hinterher? Und wie? Okay. Oh ja, ey. Ich habe versucht, da nochmal irgendwie Logik reinzuhauen. Das ist natürlich jetzt dumm. Wie schnell du einfach so ein komplettes Konstrukt, was ich mir gerade aufgebaut habe, durch so einen Satz kaputt machen kannst. Es nur sein, dass das hier ernsthaft als Skript von einem Filmstudio und von millionenschweren Produzenten und Investoren freigegeben wird. Nochmal zusammenfassend zum Hauptplot. Man könnte mit einem Flieger Macy und Baby Raptor direkt zu Biosyn bringen mit dem Privatflieger. Fertig. Stattdessen nutzt man drei Flugzeuge und vier Flugplätze für diese Aktion. Mit dem überflüssigen Flugzeug der Wilden. Vor allem, wenn das Greta Thunberg hört, ey. Musst du dir mal reinziehen. Die fliegen ein. Was, wie viele Maschinen benutzen die jetzt eigentlich gerade, um zwei Lebewesen von A nach B zu bringen? 1, 2, 3, 4, oder nicht? 4 verschiedene. Zusammen sind es also 4 Flugzeuge. Sehr CO2-schonende Aktion hier. Sehr, sehr geil. Das kommt halt dabei rum, wenn du ein paar Szenen im Kopf hast, die du unbedingt umsetzen willst, die aber gar nicht zueinander passen, und dann konstruierst du eine Story um diese Szenen herum und endest in Handlungssträngen, die dermaßen absurd und kompliziert sind, dass sie einen Komplexitätsgrad... Aber jetzt mal ganz kurz ehrlich, ich kann mir vorstellen, wie sowas wirklich passiert. Das macht nicht unbedingt alles besser und entschädigt da auch gar nichts. Ein paar von euch wissen ja, dass ich selber auch ganz gerne mal Geschichten schreibe und Bücher auch veröffentlicht habe und gerade so in Sachen Fantasy und Science Fiction und so ein Kram. Das mache ich ja schon ganz gerne. Auch da habe ich immer wieder mal Momente gehabt, wo ich bestimmte Momente einfach drin haben wollte. Und dann habe ich mir selber überlegt, wie kommst du jetzt aber in diesen Moment? Das könnte hier ebenfalls passiert sein. Man wollte Sayona Santos einführen. Man wollte später den Moment haben, dass Kayla sich mit Claire unterhält und dann eben Claire merkt, dass die Macy gesehen hat. Das heißt, Kayla musste Macy vorher sehen. Ey, die haben diese Malta-Szene einfach, die wollten die unbedingt drin haben, wussten aber nicht so ganz genau, wie sie das umsetzen sollen. Das könnte ich mir wirklich gut vorstellen, dass das mit so einem Punkt gewesen ist. Gleich auf mit der Quantenmechanik erreichen. Und du kannst nur fürderhin beten, dass das kein Zuschauer jemals hinterfragen wird. Und ich versichere euch, je länger man über dieses Ding nachdenkt, desto besser wird es und umso mehr Schrott entdeckt man in diesem Plot. Und wenn ihr denkt, dass wir hier übertreiben und die Handlung falsch wiedergeben, nein, das tun wir nicht. Sie ist wirklich genau so. Schaut es euch an, versucht es zu verstehen, das, was wir hier aufgezeichnet haben, ist exakt die Handlung, die sich da im Hintergrund abspielt. Können jetzt hier mal sehr gerne alle machen, die sagen, Jurassic World Dominion ist ja eigentlich ein guter Film, man soll nicht so über die Handlung herziehen. Ihr könnt mir ja mal ganz gerne jetzt schreiben, wie das wirklich passiert ist, wie diese geniale Szene eigentlich aufgebaut war und wir es eben einfach alle noch nicht verstehen. Ich schreibe gerade auch ein Buch, hättest du vielleicht einen Verlag oder so, wo man das veröffentlichen kann? Boah, wenn du noch dran bleibst, kann ich da mal ein bisschen was drüber erzählen, Sachen Verlag und so ein Kram. Ich schreibe ja auch gerade an meinem ersten Dino-Buch. Das kommt aber erst nächstes Jahr raus. Ich habe mich da ein bisschen verstrickt und doch eine etwas komplexere Geschichte draus gewirrwarmt.
Mein aktuelles Buch heißt das Rosenparadoxon. Das findest du auch auf Amazon, bei Thalia, Hugendubel, überall eigentlich. Gibt es als E-Book oder halt als richtiges Buch. Irgendwo habe ich es auch hier rumstehen. Dann habe ich noch ein paar Kurzgeschichten auch geschrieben, die habe ich aber nur als E-Book veröffentlicht. Und jetzt aktuell schreibe ich an Die vergessene Ära. Das sollte eigentlich ein Buch werden über Dinosaurier, also quasi so ein Mystery-Thriller, wo es um einen Journalisten geht, der in ein Dorf in Kanada eben kommt, also in eine Kleinstadt, und da eben herausfinden will, was da wirklich passiert ist. Denn diese Kleinstadt war jahrelang in den Medien gewesen und aufgefallen eben durch ganz viele seltsame Morde, die da eben passiert sind, oder zumindest Todesfälle. Und auf einmal wurde aber dieses gesamte Thema wie weggewischt. Das gab es einfach nicht mehr. Das war egal auf einmal. Und der Journalist will eben herausfinden, was da wirklich passiert ist, und interviewt deswegen die Bewohner, die eben dann da leben. Und man kann sich vielleicht schon vorstellen, was für diese Todesopfer verantwortlich gewesen ist, wenn es ein Dino-Buch war. Allerdings habe ich mir da jetzt eine Geschichte drüber ausgedacht und eben entwickelt, die ein bisschen anspruchsvoller vielleicht noch ist. Also es wird nicht nur ein Buch werden, es werden zwei Bücher werden. Quasi Akt 1 und eben Akt 2. Und ja, das kommt dann aber erst nächstes Jahr raus. Das schaffe ich dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr. So. Weiter geht's. In Death by Biosyn. Ellie und Alan erhalten die Möglichkeit, sich heimlich umzusehen. Schnitt. Beide tragen nun Biosyn-Schutzanzüge. Woher die Anzüge stammen, wird nicht erklärt. Ist halt ein Actionfilm. Alan und Ellie... Ja, gut, aber auch die Schutzanzüge... Es ist ja nicht so, dass die weggesperrt werden, oder? Das sind so Schutzanzüge, ich glaube, die hängen einfach da. Wenn du es irgendwie schaffst, in so einen Raum reinzukommen, dann hängen diese Anzüge irgendwo an der Wand oder so. Das ist jetzt wieder so ein bisschen Problem irgendwo hergezogen. Das musst du nicht erklären. Das ist doch scheißegal, wo die Anzüge jetzt herkommen. Wichtiger ist, warum Ellie Sattler immer noch dieselben Klamotten trägt wie in Jurassic Park 1. Das finde ich viel wichtiger. Nun eine Probe von einer Riesenheuschrecke und werden prompt von den Viechern angegriffen. Zufälligerweise genau gleichzeitig lässt Macy den Babyraptor frei und flieht. Das ist wichtig, dass das zeitgleich passiert, damit es eine Erklärung dafür gibt, warum niemand auf die Überwachungskameras des strengen Geheimlabors achtet. Wer ist das? Das ist Grant und Sattler. Ist das live? 12 Minuten ago. Wir tracking the escaped asset. My guys missed it. Zufälligerweise trifft Macy dann hier unten auf Ellie und Alan und erkennt beide natürlich sofort. Kurzerhand schließt man sich zusammen und versucht nun auch... Ja, dass das Ganze parallel passiert, mag doof sein, ist halt aber eben für die Handlung wichtig. Dass Macy beide erkennt, macht auch in der Hinsicht Sinn, dass Alan Grant ja in der Welt sehr bekannt ist. Ich meine, jeder kannte Grant. Eric Kirby aus Jurassic Park 3 hat Alan Grant erkannt. Der wusste, wer er ist. Tim Murphy hat Alan Grant erkannt. Alan Grant erkennt jeder, oder? Gibt es irgendeinen Film, wo einer mal sagt, wer bist du eigentlich? Die Kirbys holen Dr. Alan Grant einfach, weil er halt noch nach Jurassic Park 1 noch viel berühmter wurde. Ellie Sattler ist, meine ich, auch als Paläobotanikerin gar nicht so eine unbekannte Nummer. Also ich will jetzt ja gar nicht erst aufs Buch eingehen. Im Buch ist es ja auf jeden Fall so, dass Alan Grant schon fast eine Berühmtheit ist in der paläontologischen Szene. Aber ich meine, die beiden wird eine Macy definitiv kennen durch den Vorfall aus dem Jurassic Park. Das definitiv. So. Servus an Onkaidroverse und Chat. Bin neu hier und freue mich mal, hier dabei zu sein. Auf jeden Fall dir herzlich willkommen hier im Livestream auf Twitch. Bei dem Versuch, uns Jurassic World Dominion schön zu reden. Ja, kannst dich gerne aktiv daran beteiligen. Ich bin sehr gespannt auf die Argumente für Jurassic World Dominion. Konzern zu flüchten. Dann trifft man auf Ramsey, der sich als Verbündeter zu erkennen gibt. Derweil schaltet Biosyn das Luftabwehrsystem aus, mit dem man dafür sorgt, dass die fliegenden Pterosaurier nicht höher als 500 Fuß, also etwa 150 Meter, kommen. That's the aerial deterrent system. Restricted airspace. Protects the airborne life. Keeps the pterosaurs below 500 feet. Keeps the pterosaurs below 500 feet.
Okay, das scheint wohl wichtig zu sein. Circa 150 Meter. Die Frage darf gestellt werden, was dieses Luftabwehrsystem bringen soll, wenn regelmäßig Flugzeuge und Helikopter auf der Insel landen. Wahrscheinlich will man uns erklären, dass Flugsaurier, die oberhalb von 150 Metern angreifen, das nicht unterhalb von 150 Metern tun, weil das halt ein Actionfilm ist. Nun, eben dieses System schaltet Biosyn nun aus, damit das Flugzeug angegriffen wird. Die Frage darf gestellt. Moment, nee, warten, aber was? Bin ich gerade doof? Die Pterosaurier können nicht über 150 Meter fliegen. Der Hintergrundgedanke dabei ist doch einfach, dass die Flugzeuge einfach oben drüber seien. Also, ihr habt jetzt hier... Moment, ich muss ganz kurz... Ich verstehe gerade die Kritik daran nicht so ganz. Das ist trotz... Moment. Also, wir haben eine Flugabwehrzone, die ist hier. Ja, so jetzt hier, wo das Mikrofon ist. Die Pterosaurier können nur bis hierhin fliegen. Aus diesem Grund fliegen ja die Flugzeuge oben drüber. Das ist sicher, weil die können aus irgendeinem Grund nicht höher fliegen. Oder will er jetzt darauf eingehen, dass sobald du aber landest, musst du ja drunter gehen? Ich habe das aber so verstanden, dass das quasi wie so eine Kuppel wäre. Das war in meinem Kopf einfach immer so. Dass das wie so eine Kuppel ist, wo die sich halt bewegen können. Und diese Kuppel ist maximal 150 Meter hoch. So. Und sobald dann aber dieses Flugzeug, diese Kuppel passiert hat, können die auch runterfliegen, weil dann die Saurier auch nicht mehr durch die Kuppel durchfliegen können. Das habe ich mir anhand von dem Jurassic World Evolution 2 Spiel einfach so durchgedacht, weil da gibt es ja auch diese unsichtbaren Zäune. Ich weiß, man hätte es vielleicht hier zeigen müssen, aber ich glaube, die Kritik weiß ich jetzt halt nicht. Wir gucken mal, ich habe eben gerade nicht verstanden, was er daran kritisieren will. Ich habe es eben echt nicht gerafft. Die Frage darf gestellt werden, was dieses Luftabwehrsystem bringen soll. So. Das Luftabwehrsystem ist unten. Ne? Die dürfen nicht höher als 150 hier fliegen. Ja, das hier sind die 150 wahrscheinlich, die er eingekreist hat. Das hier sollen die 150 Meter sein. Mit der Linie. Regelmäßig Flugzeuge und Helikopter auf der Insel landen. Ja. Wahrscheinlich will man uns erklären. Jetzt landen die, jetzt sind sie ja quasi drunter. Also ab jetzt können die Flugsaurier angreifen. Das ist, glaube ich, der Kritikpunkt, den er jetzt hier hat. Flugsaurier, die oberhalb von 150 Metern angreifen, das nicht unterhalb von 150 Metern tun, weil das halt ein Actionfilm ist. Nun, eben dieses System schaltet Biosyn nun aus, damit das Flugzeug nun angegriffen wird. Shut off the ADS. You sure? Ach so, ja, okay. Das hätte man einfach auch erklären. Das sind so Brocken einfach, die hingeschmissen werden von dem Film. Und da kannst du dir als Zuschauer selber zusammenreimen, was da genau abgegangen ist. Also, ich finde Louis Dodgson ist übrigens eine Sache, ich mag den. In Jurassic World Dominion finde ich den sehr amüsant. Ich hätte mir auch gewünscht, die hätten Louis Dodgson wirklich schon in Jurassic World 1 als Bösewicht in den Film gebracht. Ich finde den cool. Aerial deterrence system keeps the airborne life away. Why is it blinking? Because deadass Denise and the tower just turned it off. We gotta get out of this airspace right now. Das ist natürlich ein sehr kluger Plan, das ganze Luftabwehrsystem auszuschalten, im Glauben, dass jetzt ein Flugsaurier das Flugzeug angreifen könnte. Zumal, wenn das in die Hose geht und das Flugabwehrsystem ist ausgeschaltet, können die einfach überall hinfliegen, oder nicht? Also, die könnten, das stimmt schon, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die genau jetzt das Flugzeug angreifen, ist sehr gering. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die einfach abhauen und sich irgendwohin verpissen, die ist schon sehr hoch. Man hätte in Jurassic World Dominion Louis Dodgson nur als Investor zeigen müssen. Warum? Die hätten in Jurassic World 1, ein Jurassic World, ja, genau, die hätten auf jeden Fall in Jurassic World, die hätten einen Vic Hoskins zum Beispiel, der Schauspieler ist ja genial, aber die Figur ist halt total für die Katz gewesen. Die hätten einen Vic Hoskins rausschreiben und eben Louis Dodgson einfügen sollen. Und ich verstehe auch nicht, wenn du doch direkt von Anfang an eine Trilogie planst,
warum du dann auch nicht so Zusammenhänge planst. Warum ist Biosyn noch nicht am Anfang mit eingeplant gewesen? Und die kamen einfach jetzt aus dem Nichts heraus. Da hätte man... Du hast das Zauberwort nicht gelernt. Du hast das Zauberwort nicht gelernt. Da hätte man in diesem Drecksfilm einfach wesentlich mehr verstanden, wenn das eben so gewesen wäre. Ich hasse diesen Alert. Gerade wenn man sich sowas anguckt, ist das wirklich schrecklich. Wie gesagt, derjenige, der denkt, dass das Flugzeug oberhalb von 150 Metern angegriffen wird, ebenso eigentlich davon ausgehen müsste, dass es spätestens dann angegriffen wird, wenn es unter 150 Metern gesunken ist, weil es will ja auf der Insel landen. Oder man hat tatsächlich... Nee, er will nicht auf der Insel landen, sondern er landet ja auf dem Biosyn Valley. Ich weiß nicht, ob ich mir das gerade echt nur zu schön rede, aber ich finde, es ist... Muss man das erklären, wie dieses Flugabwehrding funktioniert, oder kann man sich einfach irgendwie denken? Taylors Aussage ist, als sie oben drüber fliegen, die decken ja noch gar nicht mal ans Landen, die fliegen ja gerade oben drüber. Und da sagt sie, dass sie hier oben noch sicher sind und dann wird es eben abgeschaltet. Dass das logischerweise irgendwann anders funktionieren muss, wenn sie landen, ist eigentlich klar, oder nicht? So, ist das Biosyn Valley? Wenn das Biosyn Valley Hauptgebäude, wo die Helikopter und Flugzeuge drauf landen, landen die nicht oben drauf auf dem Teil? Wenn das höher ist als 150 Meter, wäre das schon gelöst, das Problem, oder nicht? Kann einer mal von euch ganz kurz gucken, wie hoch das Biosyn Valley ist? Also das Grundgebäude, gibt es da irgendwelche Infos? Wenn das höher als 150 Meter ist, könnte man da schon sagen, okay, die landen einfach oben drauf. Die Kritik von Jurassic World Dominion ist ja dämlich, aber auch warum man den Film verteidigt, verstehe ich jetzt auch nicht, die Aussage. Also einfach alles dumm, alles dämlich. Nee, er hat ja recht. Mit Malta, ey, ich habe versucht, mir das schön zu reden. Ging nicht. Davor, dass sich die Insassen auf die Insel beamen könnten. Um den nun folgenden Dialog richtig einzuordnen, muss man wissen, dass Owen wohl der führende Experte weltweit für Raptoren ist und Claire den Jurassic World Park federführend geleitet hat. Aber als der Flugsaurier angreift, wissen sie natürlich nicht, was das für ein Tier sein könnte und wann es gelebt hat, sondern lassen sich das von der Pilotin erklären, weil... Ja, ist seltsam, aber du musst dir überlegen, dass in Jurassic World wusste Claire auch nicht. Du musst dir überlegen, der Indominus Rex ist 3 Jahre alt in Jurassic World 1. Das Vieh ist seit 3 Jahren in diesem Park. Und nach 3 Jahren findet Claire und ein Simon Maserani, der den Park leitet, finden die erst heraus, wie das Vieh aussieht. Zumindest Simon Maserani sagt erst dann, der ist ja weiß. Alter, das Vieh ist 3 Jahre im Park. Und es ist anscheinend der erste Hybrid, von dem ihr wisst, der in diesem Park ist. Die haben nicht so Interesse an den Dinosauriern. Das ist denen scheißegal. Das ist denen wurscht. Tatsächlich. War es nicht auch so in Jurassic Park 1, dass sogar Gray mehr über Saurier wusste als Owen? Ich glaube schon. Mehr Zähne. Der Tipp, den T-Rex zu holen, der kam auch nicht von Owen. Der kam von dem Kind, von Gray. Die Viecher offenbar nicht nur geschmuggelt hat, sondern auch noch Paläontologin ist. Und auch, du musst kein Paläontologe sein, um zu wissen, wie Dinosaurier heißen und was denn ihre Eigenschaft ist. Dafür gibt es halt auch Bücher. Ich bin auch kein Paläontologe und kann dir auch ein paar Sachen über Dinosaurier erzählen. Da ist auch die Kritik nicht so... Nee. Sehe ich halt nicht. Wie gesagt, Tim ist kein Paläontologe in Jurassic Park 1 gewesen. Trotz allem wusste er sehr viel, weil er ein Buch von einem Paläontologen gelesen hat. Woher wollt ihr jetzt wissen, dass nicht Kayla einfach auch Bücher gelesen hat von Alan Grant? Und hier kommt alles wieder zusammen, im riesigen Kreislauf. Punkt. Das Flugzeug wird durch den Angriff des Flugsauriers beschädigt und stürzt ab. Dummerweise jedoch ist dieses Flugzeug offenbar eine seltsame Sonderkonstruktion. Es gibt hier nämlich nur einen Schleuder. Ich kann den Namen von dem Vieh übrigens immer noch nicht aussprechen. Quitzo Quatzel oder so, ne? Ihr könnt es ja mal kurz in den Chat schreiben, wie der heißt. Und ich versuch's einfach mal ganz kurz vorzulesen.
Ich werde mir das niemals merken können. Kennt ihr das? So Wörter, die ihr einfach aufs Verrecken nicht lernen könnt? Es geht einfach nicht in meine Birne rein. Quetzalcoatlus. Ich würde auch mal sehr gerne mit jemandem reden, der Namen an Dinosaurier verteilt. Einfach mal so. Es ist manchmal, wo ich mir echt denke, warum eigentlich? Oder es ist eben lateinisch für Flugsaurier, der Pelz hat. Mit nur einem Fallschirm. Und der Schleudersitz ist nicht etwa der des Piloten, sondern der, auf dem Claire sitzt. Das ist halt noch dümmer, dass sie einfach niemals, das ist halt schon extrem dumm. Also Kayla hat niemals damit gerechnet, dass sie irgendwann mal Passagiere im Flugzeug haben wird, hat aber trotzdem den einzigen Sitz mit Fallschirm hinter sich. Das ist wie wenn ich beim Autofahren einfach mein Airbag nur, also mein eigener Airbag ist halt schon ewig lang kaputt, aber der an der Seite funktioniert einfach beim Beifahrer. Und ich sage einfach, ich habe nie damit gerechnet, jemals einen Beifahrer zu haben. Wer hat's vorhin geschrieben? Das könnte man einfach lösen, indem man eben sagt, nee, alle Sitze haben eigentlich Fallschirme, aber die sind halt kaputt, die vorne, die beiden. Ja, auch ein seltsamer Zufall trotz allem, aber immer noch besser als das hier. Die Fallschirme werden eben einfach kaputt, weil das Flugzeug eben so alt ist. Das wäre doch okay. Chicken Master war es, ja. Chicken Master schreibt auch Jurassic World 4, glaube ich, am Drehbuch. Das heißt, wenn ein Pilot einen Notfall hat, muss er erstmal das Steuer und alles loslassen und sich auf die Rückbank begeben, sich dort anschnallen und so, um dann den Schleudersitz zu betätigen. Sehr interessante Konstruktion, was sich die Autoren da im Fieberwahn wohl ausgedacht haben. Aber damit nicht genug. Der Schleudersitz ist auch noch mit einem Peilsender ausgestattet, den der Pilot hat, was bei nur einem Schleudersitz im Flugzeug natürlich richtig viel Sinn ergibt. Claire betätigt nun den Schleudersitz, wird dann in der Luft aber natürlich sofort von den Pterosauriern angegriffen. Allerdings läuft das gut. Statt sich an ihr... Okay, er hat gerade Pterosaurier gesagt. Könnt ihr bitte mal ganz kurz einen Shitstorm in den Chat hier schreiben, wie es bei mir immer macht, wenn ich es wage, irgendwas falsch zu sagen? Tyrannodon. Guck mal. Es gibt auch Grenzen. So, T-Rex gesagt zum Carnotaurus, Tyrannodon zum Quatzquitzquutzo. Irgendwo reicht's auch dann mal. Ja. Aber er ist ja immerhin auch kein Paläontologe. Das ist die Realität. So ist die halt. Der Film ist trotzdem scheiße. Zu machen, pulverisieren die zufällig nur den Fallschirm. Wie praktisch. Dann stürzt Claire in den Bäumen ab. In den Ästen hängend wird sie nun erstmal von einem... Jetzt bin ich sehr gespannt. Wenn es eine Szene gibt, die ich verteidigen muss, ist es die hier. Das ist die beste Szene aus dem gesamten... Aus gesamt Jurassic World. So weit würde ich sogar wirklich gehen. Jurassic World Dominion ist für mich der schlechteste Film der gesamten Reihe. Aber die Szene ist unfassbar geil. Das haben sie ja schon beim T-Rex gemacht. Die Idee, der kann dich nur bei Bewegung sehen. Ist schon gut. Da kannst du schon einiges mitmachen. Jetzt hier die Idee, der kann dich nicht sehen, aber er kann dich hören. Auch wieder sehr geil. Hätte man wesentlich besser nutzen sollen. Auch noch einen Pflanzenfresser so als Gefahr darzustellen. War genial. Da hat, glaube ich, mal ganz kurz Colin Trevorrow gesagt, so, heute habe ich mal Bock. Hat nicht allzu lange gedauert, aber das ist wirklich geil. Gucken, was jetzt hier bemängelt wird. Vielleicht auch gar nichts. Der Quetzalcoatl heißt übrigens nach einer aztekischen Gottheit. Dass die gefiederte Schlange, das passt tatsächlich wegen dem Hals wahrscheinlich, ne? Zinosaurus gejagt. Der könnte sie natürlich in Sekundenschnelle in Stücke reißen, aber da Regisseur Trevorrow mal irgendwas von einer tollen Sache gelesen hat, die sich Suspense nennt, dreht er die Szene ganz langsam ab. Ganz langsam. Aber du kannst doch nicht auf der einen Seite kritisieren, dass Szenen, hat er das überhaupt kritisiert? Ich meine, im ersten Part ist es auf jeden Fall mal gefallen, dass die Szenen
so zerschnitten sind und alles so schnell passiert. Und dann gibt's mal eine Szene, die wirklich auch einen schönen langen One-Shot hat. Und dann dauert die aber zu lange. Da kommt der Proto-Allmann in einem raus. So, es ist, wenn's sonnig ist, ist es scheiße. Wenn's regnet, ist es scheiße. Wenn's warm ist, ist es scheiße. Wenn's kalt ist, ist es scheiße. Das ist jetzt, nee. So, ich kritisiere gecuttete Szenen, die nur zerschnitten sind. Das finde ich aber wiederum sehr geil. Das gefällt mir. Ich hasse Sommer. Trevorrow wird später tatsächlich in einem Interview erklären, dass er unbedingt mal eine Szene mit viel, viel Suspense machen wollte und nennt tatsächlich die hier als Vorzeigebeispiel. Dumm. Ja, aber ist doch nicht schlimm, oder? Das finde ich echt nicht schlimm. Wenn du doch was nachmachen willst, aber machst was Eigenes draus, finde ich jetzt echt nicht so dramatisch. Also das fand ich echt eine geile Szene. Der Therizinosaurus hätte quasi das Aushängeschild des Films sein können. Einfach das Biosyn bei Nacht und es regnet und der Therizinosaurus schleicht durch die Wälder und du siehst das Vieh aber kaum wegen der Dunkelheit und aber er hört dich, das wäre schon ziemlich geil. Also ich fand's auch so schon cool, aber das hätte man noch ein bisschen geiler machen können. Das kann ich echt nicht kritisieren. Die Metrodon sehen aber aus wie Dackel mit Segel. Finde ich jetzt nicht so geil. Dass das hier gar kein Suspense ist, zumal der Therizinosaurus offensichtlich komplett blind ist und auch noch ein... Ja, und Jurassic World... Fallen Kingdom war auch kein Horrorfilm oder hatte keine Horroraspekte, wie es angekündigt wurde. Aber es war die Idee da. Da muss man, das kann man doch mal so ein bisschen würdigen. Man geht doch einfach mal sagen, okay, das war ganz cool. Pflanzenfresser, das hier ist ein Witz. Was hat er eben gesagt mit Pflanzenfressern? Tatsächlich in einem Interview erklären, dass er unbedingt mal eine Szene mit viel, viel Suspense machen wollte und nennt tatsächlich die hier als Vorzeigebeispiel. Dumm nur, dass das hier gar kein Suspense ist, zumal der Therizinosaurus offensichtlich komplett blind ist und auch noch ein Pflanzenfresser. Was hat das damit zu tun? Das Pflanzenfresser, was hat das damit zu tun? Dass der nicht angreifen darf, weil er ein Pflanzenfresser ist, das ist aber, das ist Jurassic Park... wie man es so als Kind gesehen hat. Ich meine, in Jurassic Park 2 haben wir auch schon die ersten Tiere gehabt, die angegriffen haben, aufgrund dessen Stegosaurier, dass eben deren Kind bedroht war für sie. Aber das war eben der Grund. Der Grund, warum der Therizinosaurus angreift und so aggressiv ist, weil er einfach blind ist. So, der ist halt einfach aggressiv. Ich meine, habt ihr schon mal Nilpferde gesehen? Nilpferde, die uns als Happy Hippo verkauft werden, sind die größten Arschlöcher der ganzen Natur. Das sind die größten, aggressivsten Viecher. Die fressen ja nicht mal Fleisch. Ne? Das sind ja auch Pflanzenfresser. Die töten einfach mal so ein Zebra. So einfach mal aus, keine Ahnung. Das finde ich jetzt keinen Grund. Therizinosaurus ist ein aggressiver Pflanzenfresser. Ja, ob der jetzt wirklich aggressiv war, weiß man natürlich nicht. Das Ganze ist auch, glaube ich, sehr schwer. An der Wissenschaft nachvollziehen, außer wenn du halt irgendwo Therizinosaurus-Skelette überall findest mit tausenden von toten Tieren drumherum. Aber ja, der kann einfach aggressiv sein. Warum nicht? Das ist das Pflanzenfresser-Argument sehe ich nicht. Und dass er blind ist, finde ich auch ein cooles Ding. Da müsstest du auch kritisieren, dass der T-Rex bei Bewegung nichts sieht. Das ist ja auch dann in der Hinsicht dann bescheuert. Macht aber einen der spannendsten Aspekte aus Jurassic Park aus. Mir hat es auf jeden Fall gefallen, die Szene jetzt hier. Ich fand sie ziemlich gut. Das hier ist ein Witz. Und er sieht auch gut aus, ne? Wir haben jetzt wieder den Fall, dass das Ganze ja, das ist nicht so dunkel, du hast ein bisschen Lichteinfall und das Vieh sieht trotzdem ziemlich geil aus. Vom CGI her. Das gefällt mir. Er kritisiert auch alles. Das ist ja, manchmal habe ich auch das Gefühl, mal Ahsoka, habe die Serie nie gesehen, weil mich Star Wars überhaupt nicht mehr interessiert. Hab mir aber auch mal von MovieMs die Ahsoka-Kritik angeguckt. Und da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, dass da vielleicht ein bisschen zu viel
versucht wird, alles zu kritisieren. Da wird eine Szene genommen, bei der Ahsoka aus einem fliegenden Raumschiff springen will und es wird wohl runtergezählt. So nach dem Motto 3, 2, 1. Und das wird irgendwie kritisiert. Ich weiß gar nicht mehr, was da genau kritisiert wird. Aber da habe ich mir einfach nur gedacht, das ist so, das ist doch wirklich, da muss man nicht alles so nehmen. Ne? Warum? Wenn sie da runterzählt, ist jetzt Ahsoka halt. So. Serie ist voll cool. Ich höre von der Serie nur Fanservice ist cool. Das Anakin Skywalker taucht auf, ist cool. Irgendein Typ aus Rebels taucht nochmal auf. Du hast keine Alleinstellungsmerkmale bei Ahsoka, die ich gehört habe, die cool sind. Das ist wie jetzt bei The Marvels. Bei dem neuen Marvel-Film redet jeder über die Post-Credit-Scene. Nicht über den Film. Das ist immer ein bisschen doof dann. Muss ich jetzt draufdrücken? Da. Das hier, das ist Suspense. Okay, er hat einfach den Begriff Suspense halt falsch definiert oder so, keine Ahnung. Aber ist halt jetzt mal so. Wie gesagt, auch nicht böse nehmen, Movie M. Wie gesagt, ich finde es super, dass man da auch mal so über eure Videos reden kann, die ja total gut sind auch. Da kann man ja wirklich auch nicht großartig drüber streiten. Die sind unterhaltsam und alles. Nur ich finde halt, dass das ein Punkt ist, der zwanghaft negativ geredet wird, weil er den Begriff falsch definiert hat. Sehe ich das irgendwie richtig? Das finde ich halt persönlich einfach nicht. Trotz allem, ja. Abo dalassen bei Movie Amps habe ich auch gemacht. Nun denn, Claire taucht nun in diesen Tümpel und entkommt dem Therizinosaurus auf diese Weise. Die Suspense wird also nicht mal aufgelöst. Owen ist derweil mit der überflüssigen Pilotin abgestürzt. Auf einem zugefrorenen See haben die beiden alle Zeit der Welt ein bisschen zu... Das habe ich schon im Kino bemängelt. Ey, da habe ich schon... Das sind eigentlich die Untertitel an. Warum sagt mir das keiner? Ach so, die sind vom Film. Ich bin ja auch doof. Das habe ich schon im Kino bemängelt, dass die einfach jetzt... So, weil der Film muss ja vorangehen, aber sie müssen auch noch was von Kayla erklären und müssen die beiden Figuren noch irgendwie zusammen verbinden. Das heißt, sie müssen jetzt auf dem Weg über diese Eisscholle über so Sachen reden, über private Sachen quatschen die jetzt, glaube ich. Das war schon echt dumm. Und wir erfahren, was für ein guter Mensch die überflüssige Pilotin ist. It isn't enough to do nothing. Ah. Thank you. Dann werden die beiden von einem Pyroraptor angegriffen. Der. Ja, ey, als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir auch, das sieht so geil aus. Und ich wusste ja auch nicht, dass wirklich alles, was irgendwie so coole Shots hatte, einfach im Biosyn Valley spielt. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwo in Alaska vielleicht. Der Therizinosaurus, der taucht irgendwo auf der Isla Sorna nochmal auf oder so. Ich dachte ja, das wären alles verschiedene Orte, weil wir auch damit beworben wurden. Oder weil der Film damit beworben wurde, dass der an so vielen Orten spielt. Und, ich fand das Design damals schon sehr geil. Inzwischen geht's so. Ich finde der, im Film sieht der gut aus, aber ich finde in jedem Spiel sieht der einfach kacke aus. Ich finde in Jurassic World Alive sieht der nicht gut aus. In Evolution 2 sieht der auch nicht so gut aus. Da sieht der ganz okay aus, aber ich fand den mal sehr viel geiler. Interessanterweise richtig gut schwimmen und das sogar in Eiswasser ohne jede Probleme, was die Dominion-Apologeten wahrscheinlich mit Lachs-DNA erklären werden. Das ist tatsächlich, wäre eine Idee, aber das geht nicht, weil der Pyroraptor ist eine 100%ige DNS, hat ja Bios den 100%ige DNS. Von daher kannst du dir jetzt hier nur sehr schwer schön reden, warum der so in Eiswasser schwimmen kann. Es sei denn, die Wissenschaft hat das irgendwo mal festgestellt. Das könnt ihr mir jetzt bestimmt sagen, ob das wirklich... Tiere können halt schwimmen. Ja, aber Eiswasser. Es geht hier mehr ums Eiswasser. Du hast nicht nur, weil du Federn hast, bist du gegen Eiswasser immun. Das ist halt nicht so. Tiere können halt schwimmen. Ja, T-Rex konnte auch schwimmen, na klar. Aber auch der würde hier Probleme bekommen. So. Es ist halt...
Du erzählst, dass die Tiere hundertprozentig das Genom haben und dann bringst du einen Pyroraptor, der in einer Eiswelt lebt. Ich wette, das war einfach eben nicht so. Ich kann mal ganz kurz gucken, was die Wissenschaft denn sagt, wo das Tier gelebt hat. Nehmen wir einfach mal an, ich bin Colin Trevorrow und sage, boah, ich habe jetzt voll Bock, den Pyroraptor in den Film einzubauen. Lass mal ganz kurz gucken, wo das Tier wirklich gelebt hat. Denn wir erzählen ja auch den Zuschauern, dass die hundertprozentig echte Dinosaurier-DNS haben. Das heißt, die müssen ja auch in einem Habitat leben, das denen gerecht wird. So. Wir gucken jetzt mal, wo der wirklich gelebt hat. In der Oberkreidezeit in Südfrankreich. Ah, das Tier hat also im Süden gelebt. Im Süden. Im warmen Süden. Das waren jetzt, glaube ich, eine Minute, um das herauszufinden. Das kann man kritisieren. Oder das meine ich jetzt wirklich ernst. Das kann man kritisieren bei einem Regisseur, der dafür Millionen bekommt und der kann normal nicht schwimmen. Du erzählst was von hundertprozentigem Genom und dann nimmst du dir aber nicht mal diese Minute Zeit, um herauszufinden, wie man das auch wirklich gut verpacken kann. Leute kritisieren, dass der Giga und der T-Rex sich nie hätten treffen können in echt, wie in Jurassic World Dominion am Anfang. Das finde ich gar nicht mal so schlimm. In der Welt ist das eben so. Aber hundertprozentiges Genom mir so zu verkaufen und ja ganz klar auch an den Zuschauer zu sagen, das sind jetzt echte Dinosaurier mit Federn, mit Fell beim T-Rex und sowas, da fällt es mir jetzt einfach sehr schwer zu sagen, naja, okay, in der Welt von Jurassic können die halt schwimmen. In der Welt von Jurassic hat der Pyroraptor eben in Alaska gelebt oder so. Das ist, wie gesagt, eine Minute gerade gegoogelt. Wo hat das Tier gelebt? Nimm dir mal eine halbe Stunde und finde wirklich heraus, das ist alles, was du machen musst. Es wurde nicht gesagt, dass Pyroraptor 100... Doch, wurde es. Es wurde bestätigt, ja. Das erfährst du auch im Jurassic World Compendium. Das Tier hat definitiv 100% Dino-DNS. Auf welche waren das denn alles? Der Giga hat's auf jeden Fall, der Pyroraptor hat's auf jeden Fall und der Tyrannosaurus auch. Hundertprozentig, bin ich mir ganz sicher. Ja. Es wird doch einer von euch das Jurassic World Compendium gerade mal zur Hand haben, oder hat das keiner von euch? Dann müsste der kleiner sein, ja, ey, natürlich müsste er dann kleiner sein, ja. Wahrscheinlich schon. Obwohl, warte mal. Pyroraptor. Größe. Nee. Der größte Fund eines ausgewachsenen Pyroraptors war 2,2 Meter. Das ist so groß, wie die Velociraptoren im Film dargestellt werden. Das passt. 2,2 Meter also. Das ist schon richtig. Atrociraptoren waren nur 2 Meter zum Beispiel. Das heißt, der Pyro ist sogar größer als die Atrociraptoren. Ja, du misst Dinosaurier, du misst die immer in der Länge. Das ist die Größe. Die Höhe kannst du ja nicht messen, weil die können sich einfach aufrichten. Können die aber nicht länger werden. Also wenn das Vieh auf zwei Beinen steht, ich kann dir das Bild hier zeigen, warte. Das kannst du dir ungefähr selber ausmalen dann. So, wenn das jetzt hier die Größe ist, oder die Länge ist 2,2 Meter, dann ist die Größe, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Velociraptoren in Jurassic Park 1, ne, weil es immer heißt, die sind 2 Meter groß. Stimmt ja auch nicht ganz, die werden als über 2 Meter lang gemessen. Genau. Velociraptoren sind auch nur 0,6 Meter hoch. Ja gut, in echt wahrscheinlich, meinst du. Auf jeden Fall in Jurassic Park sind die auch keine 2 Meter hoch von der Größe, die reden von der Länge. Die sind 2 Meter lang. Genauso wie auch ein T-Rex ist, glaube ich, 15 Meter lang. Der ist nicht 15 Meter hoch. Das passt dann da auf jeden Fall doch schon. Ein Pyro.
Achtet mal drauf, damit die Pilotin ihre coole Kontenance nicht aufgeben muss und immer gut aussieht, sind die Dinos nie so richtig hinter ihr her, sondern in dieser Szene beispielsweise hinter Owen. Ja, aber auch nur, weil Owen der Letzte halt ist, ne? Owen, also sie rennt ja schon weit vor. Das macht ja auch schon wieder Sinn. Sie rennt jetzt zuerst weg. Ja, sie rennt jetzt schon weg und Owen ist hinter ihr. Natürlich greift der Raptor dann Owen an, weil Owen ja näher an ihm dran ist. Der Raptor wäre ja dumm, wenn er ausholen würde, an Owen vorbei und dann auf Kayla losflitzen würde. Das macht auch Sinn, tatsächlich. Dieser Szene beispielsweise hinter Owen. Sie ist schon losgerannt. Owen ist hinterher. You good? Yeah, I'm not shook at all. You? Die beiden suchen nun mit einem Tracker Claire und begegnen dabei einem wirklich großen Dino. Und wieder einmal lässt sich der Dinosaurier-Experte von der Pilotin erklären, mit was man es zu tun hat, weil, na weil halt. Was, Länge 4 Meter? Weiß ich nicht, ob das stimmt. Auf jeden Fall sind die keine 2 Meter hoch, weil du siehst ja, wie Robert Muldoon auf Augenhöhe mit dem Riesenbiest ist. Das ist, glaube ich, minimal größer. Robert Muldoon ist gar nicht so groß gewesen. Ich guck gerade nochmal ganz kurz nach. Was da angegeben ist. So. Hier steht, Crichtons Version der Tiere described at 6 feet, also 1,8 Meter tall, groß, da steht ja sogar dran. Und 2,7 Meter lang. 9 Fuß. 2,7 Meter lang waren die, nicht 4. Ja. Clever Girl. Das ist hier der Riesenbiest. Die animatronischen Figuren wären vielleicht länger. Das kann schon gut sein, aber Blue ist 1,5 hoch und 3, ja gut, Blue. Ja, kann sein, dass Blue da echt ein bisschen größer ist. Aber Blue ist ja auch kein... Warte mal. Jurassic World... Blue Size. Ja, okay, dann ist Blue auf jeden Fall größer als das Riesenbiest tatsächlich sogar. Blue ist 1,8 bis 2 Meter tall, also hoch, und 13 Fuß lang, also 4 Meter lang. Ja, dann ist Blue auf jeden Fall noch größer als das Riesenbiest. Und Blue geht doch aber von der Höhe her, ist die doch nicht mal größer als Owen. Ja, da kann man es auch mal ein bisschen sehen. Hier ist so ein Bild, Moment. Das zeigt mal so im Vergleich zu einem Menschen die Größe der verschiedenen Raptoren. Kann man das irgendwie sehen? Das kann man, glaube ich, ganz gut sehen. Ja. Die Angaben sind einfach dumm. Die sind halt, ja, ungenau, würde ich sagen. Dumm jetzt nicht, die sind halt einfach ungenau. Aber ich meine, es ist ja auch nicht jeder Raptor jetzt gleich groß. Das kann ja schon sein. Der eine ist halt größer als der andere, das ist schon okay. Da müssen wir uns jetzt nicht an so Kleinigkeiten aufhängen. Blue ist einfach OP, ja, ja. Aber Blue ist gar nicht, findet ihr Blue krass, so von der, was die halt so macht, finde ich die jetzt gar nicht mal so heftig. Er heißt Feuerräuber übersetzt, das finde ich sehr cool. Feuerräuber, das gefällt mir, wegen dem gefiederten Gewand. Giganotosaurus, largest known terrestrial carnivore. Ellie, Alan und Macy sind nun mit einem unterirdischen Zug, dem Hyperloop, auf der Flucht. Der Zug wird allerdings von Dodgson gestoppt und die drei müssen nun durch eine verlassene Bernsteinmine stolpern.
Dort werden sie von mehreren Dimetrodons angegriffen. Hier mal Chapeau dafür, dass es Dimetrodons in diesem Film gibt. Sind zwar. Mhm. Dimetrodon war mein allererster Dinosaurier, den ich als Actionfigur hatte. Den gab es damals schon in Jurassic Park 1. Als Actionfigur. Den habe ich sogar noch. Irgendwo habe ich den noch rumfliegen. Genommen keine Saurier, aber ich fand die als Kind immer sehr cool. Indes ist Ians Planung aufgeflogen, ist aber kein Problem, denn Kommunikationsmensch Ramsey, der ja Zugang zu allen Bereichen bei Biosyn hat, verschafft Ian kurzerhand ein Auto. Ian rettet damit Ellie, Ellen und Macy. Claire ist indessen an irgendeinem Turm angelangt und trifft dort einen guten alten Bekannten, einen Dilophosaurus, der einst schon in Jurassic Park 1 einen wirklich großartigen Auftritt hatte. Ja, aber hier fand ich auch die animatronischen Puppen. Hier habe ich das Problem, was vorhin hier Chicken Master mit dem Spinosaurus hat. Hier siehst du, dass das eine Puppe ist. Der bewegt sich so wie in einer Geisterbahn, also so richtig unnatürlich. Hat mir nicht so gut gefallen, das war in Jurassic Park 1 wesentlich besser gelöst. Ja, Punkt. Hier wird denn dieses einst geheimnisvolle und gefährliche Tier von Owen mit der bloßen Hand gewirkt. Ja. Ja, hätte ich jetzt auch nicht gebraucht, nimmt so ein bisschen den Gruselfaktor aus dem Tier raus, aber warum sollte das nicht gehen, so? Die Dilophosaurier bei einem Velociraptor wäre es halt schwierig, ne, das wäre halt, aber beim Dilophosaurus, den kann, warum nicht? Da siehst du halt jetzt mal, wie ein Mensch auch mal gegen Dinosaurier vorgeht. Dennis Nedry zum Beispiel in Jurassic Park 1. Hätte dieses Vieh tatsächlich einfach auch, naja, platt machen können, würde ich mal behaupten. So, die sind jetzt ja nicht so groß hier in den Filmen. Hätte ich es jetzt sehen müssen, nö, aber ja, ist halt, ist, warum nicht? Keine Ahnung. Hätte er jetzt dem T-Rex einen Kinnhaken gegeben, wäre das was anderes. Auch lustig, aber das ist ja eine andere Situation jetzt hier. Genau, mit der bloßen Hand gewirkt. Da kriegt man schon so richtig Respekt vor diesen schlimmen. Jetzt meint ihr, wie oft ich den Polar im Schwitzkasten hab. Bloß, wenn man dem mal soeben den Hals umdrehen kann. Egal, Claire und Owen sind jetzt wieder vereint und wir merken, dass... Ja, ihr nehmt halt einer Figur den Grusel damit raus, das stimmt schon, das ist schon richtig, ja. Filmisch gesehen, dumme Idee, aber ja, wir hätten das besser ausbauen können, tatsächlich. Aber Owen ist halt auch der Typ, der so macht. Bei allen Lebewesen wahrscheinlich. Der beiden 0,0 dramaturgische Funktion hatte, was sich seltsam unbefriedigend anfühlt. Sogar so unbefriedigend, dass ich nachlas, was es mit dieser Teamtrennung auf sich hatte und tatsächlich diese Äußerung Trevor Rose fand, er wollte Claire einmal unbedingt alleine mit einem Dinosaurier. Ich finde das einfach so geil, dass egal, was du in Jurassic World Dominion auszusetzen hast, du musst einfach nur googeln, was sagt Colin Trevorrow dazu. Und du kommst immer so auf die kuriosesten Ideen, die dieser Mann dahinter hatte. So auf die größten, auf den größten Scheiß, wo er sich einfach dachte, das ist es. Das ist jetzt der Hit, ey. Insekten, Heuschrecken, genial, Hause rein. Ganz viele am besten davon. Es ist wirklich geil. Ach Mann. da. Weiter. Eine Szene haben. And yet never really had even one sequence where it was just her alone with a dinosaur. And certainly not one that leans into the suspense element of Jurassic Park. And so I built this sequence that I felt would both... Yep, genauso schreibt man in Hollywood mittlerweile Drehbücher für 200 Millionen Dollar Produktion. Du machst eine Liste von Szenen, die du cool findest und reißt die einfach aneinander. Fertig. Dodgson, der... So fühlt es sich halt wirklich an. Ja, das stimmt. Das ist eine Aneinanderreihung an Szenen, die in den Film rein sollten. Und dazwischen hat man irgendwelche Brücken eingebaut, damit diese Szenen halt stattfinden können. Ich meine, eine Szene mit einer, wenn es darum ging, dass man Claire auch mal alleine sieht. Mit Dinosauriern. Das haben sie auch in Jurassic Park besser hinbekommen. Da haben sie Ellie Sattler einen Auftrag gegeben. Die hatte ja einen Auftrag. Warum sie alleine war mit den Velociraptoren dann oder mit dem einen Velociraptor da im Bunker. Claire hatte ja keinen Auftrag. Claire hat aus Zufall einen Fallschirm gehabt und landet dann irgendwo und trifft sich dann wieder mit Owen, ohne irgendeinen Auftrag gehabt zu haben. Da hätte man vielleicht noch irgendwie Claire in eine andere Richtung lenken können, dass die noch irgendwas zu tun bekommt. Das wäre vielleicht ein bisschen sinnvoller gewesen.
Aber so macht es halt wirklich wenig Sinn, ja. Hat aufzufliegen, lässt nun sein Heuschreckenlabor vernichten. Aber auch dieser Selbstvernichtungsmechanismus, immerhin in einer Zuchtanlage für Riesenheuschrecken, ist eine seltsame Konstruktion. Denn die brennenden Tiere fliehen einfach durch einen Lüftungsschacht nach draußen, wodurch ihnen so sehr abgelenkt wird, dass er mit dem Wagen einen Unfall baut. Zufälligerweise trifft man nun auf... Stimmt, aber der Lüftungsschacht ist einfach oben, also die kommen da durch. Es ist so das Mindeste, vielleicht darauf zu achten, dass das eben nicht passiert. Naja, komm. Owen und Macy und das viel zu große Dream Team, das nun aus 7 Personen besteht, die alle hin und wieder was sagen und tun. Da kommen wir auch nochmal ganz kurz dazu, dass dieses gesamte Dream Team, diese gesamte Konstellation von viel zu vielen Figuren, die wir hier haben, also wirklich viel zu viele Charaktere, dass die Kamera es immer sehr schwer hat damit, die auch wirklich alle ins Bild zu bekommen. Und das sehen wir ganz zum Schluss nochmal. Wenn sie alle 7 Figuren sind es dann, glaube ich. 1, 2, 3, 6, ne, kommt noch Henry Wu mit dazu. Dann sind 7 Figuren, die sie einfach in den Helikopter reinquetschen. Dann hängen die so aneinander und dann versuchen sie, diesen epischen Moment nachzuahmen aus Jurassic Park 1 oder auch Jurassic Park 2, wo sie mit dem Helikopter nochmal wegfliegen. Aber es sind viel zu viele Figuren. Das hast du aber öfter. Dass die Kamera die gar nicht irgendwie alle ins Bild kriegt und dann müssen die so ganz eng aneinander. Das sieht schon bescheuert aus. Ist endlich vereint, wird dann aber von dem Giganotosaurus angegriffen. Man beschließt, sich nicht zu bewegen, was ja bei Jurassic Park 1 prima funktioniert hatte, und bewegt sich also so lange nicht, bis der Dino richtig nah ist. Dann entschließt man sich, doch noch zu bewegen und hinter einem Auto zu verstecken, was der Dino natürlich nicht mitbekommen hat, weil es ja nur direkt vor seinen verdammten Augen passiert. Darf ich mal ganz kurz über meine Theorie dazu hier einschmeißen? Könnt ihr auch jetzt gerne dementieren, wenn ihr wollt. Ich habe mal ein Video dazu gemacht, wie sich das Ganze erklären lassen würde, das Verhalten zu ihm. Ich glaube sogar, im Was wäre, wenn der Giga in Jurassic Park dabei gewesen wäre. Da bin ich darauf eingegangen. Der jagt ähnlich wie auch Piranhas. Dieses sehr ruhige Verhalten, bis er aber dann auf einmal irgendwie hektisch oder nervöse Bewegungen wahrnimmt. Und dann greift er auch erst an. Das ist bei dem, sieht man das glaube ich gleich nochmal. Das wäre so irgendwie erklärbar, dass halt ein Giga das Jagdverhalten eines Piranhas hat. Aus welchen Gründen auch immer, scheiß drauf, aber da könntest du wenigstens irgendwie ein bisschen erklären, warum das so ist. Wie wir bereits gesehen haben, Trevorrow null Ahnung hat, wie man effektiv Spannung erzeugt, versucht er nun Spielberg zu kopieren und lässt das Vieh ein paar Mal langsam um ein Auto kreisen, hinter dem sich unsere Protagonisten verstecken. Dumm nur, dass wir es mittlerweile mit einer Gruppe aus 7 Personen zu tun haben, die gar nicht genug Platz hinter der Karre finden und einige Einstellungen total lächerlich aussehen. Das ist halt wirklich saudumm. Es ist halt echt. Ich stelle mir das so wirklich vor, wie sie einfach da beim Dreh stehen und sagen, noch ein bisschen enger, noch ein bisschen enger, wie bei so einem Klassenfoto. Die Großen bitte nach hinten, die Kleinen nach vorne. Bryce, setz dich bitte nochmal hin. Der Dino kreist also ganz langsam um das Auto rum. Suspense, Suspense. Der Einstieg in diese Szene an sich, das alles fühlt sich... Das ist keine Kopie. Ja, doch schon. Der Jurassic World Dominion hat sehr viele Kopien. Colin Trevorrow nennt es eine Inspiration, bringt halt nichts, wenn du die Szene nochmal 1:1 oder so extrem genauso abspielst, wie halt im Film davor. Das ist keine Inspiration mehr, das ist einfach Fanservice. Member Berries nennt man sowas auch. Dass der Zuschauer sich in dem Moment denkt, ah, okay, in Jurassic Park 1 war es ja geil, also muss ich das ja irgendwie auch geil finden. Klappt bei vielen. Bei mir manchmal auch. Ich bin für Fanservice sehr, sehr ansprechbar, aber hier irgendwie nicht. Obwohl ich den Giga auch ziemlich cool finde vom Design her. Und auch die animatronische Figur, die gefällt mir einfach von dem Tier. Er hat nur einfach nichts zu tun. Plastik an und ist einfach nur noch langweilig, zumal man mittlerweile auch gar keine Ahnung hat, zu wem von diesem riesigen Team an charakterlosen Personen man überhaupt halten soll. Anstatt dass der Giganotosaurus hier kurzen Prozess macht, schnauft er erstmal eine Runde rum und lässt sich, wie auch in Jurassic Park 1, von ihnen ablenken. Und ab jetzt wird er erst aggressiv. Also wenn man jetzt mal wirklich guckt, ist das gar nicht mal so dumm, dass der Giga
eigentlich gar nicht, der Giga ist eigentlich ein Tier in dem Moment. Eigentlich ist es gar nicht so dumm. Der verhält sich gerade wie ein Tier, das vielleicht einfach gar nicht jagt gerade. Der hat irgendwas gefressen, da das Reh vom T-Rex dann davor. Der muss die nicht töten. Der ist halt nicht auf der Jagd. Erst als Ian Malcolm ihm diesen Stab in die Fresse schmeißt, blippt er aus. Das ist jetzt, wo man das so sieht, wenn man drüber nachdenkt, vielleicht kann man das sich irgendwie so erklären. Der ist eigentlich das Opfer in der Geschichte. Der Giga. Das Dream Team dann über eine Metallbrücke flüchtet, schnappt der Giganotosaurus natürlich nie nach den Personen, die da vor ihm wegrennen, sondern beißt immer ins Metall genau dahin. Obwohl, was sie hier ausgelassen haben, der rennt auch vorher noch auf Macy zu, glaube ich. Und will die auch nochmal fressen. Ja. Aber das könnte man dann irgendwie durch die hektischen Bewegungen erklären. Wie gesagt, Piranhas jagen, so ähnlich. Ganz schwer, das zu erklären. Und das soll also diese Spezies sein, von der uns erklärt wurde, dass sie so hyperintelligent ist. Schließlich hackt Owen direkt neben dem Kopf des Giganotosaurus stehend mit einem Messer auf das arme Tier ein und Claire kann ihm noch einen Stromschlag mit auf den Weg geben. Da schlottern einem echt die Knie vor solchen Dinos. Ja. Ich weiß noch, es hat mich im Kino auf jeden Fall auch sehr gestört, dass die das Vieh so bearbeitet haben. Aber ich finde es jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so dramatisch irgendwie, keine Ahnung. Das ist eben der Moment, der aus Dino Crisis so bekannt ist, ne? Irgendwie, was machst du dann da? Ich meine, ich würde auch nicht auf den zurennen und ihm versuchen, einen Elektroschock zu geben, glaube ich. Aber Owen hat auch eben gerade einen Dilophosaurus gewürgt. Ja, komm. Wenn du direkt neben deren Maul stehen und mit einem Messer auf dir einstechen kannst, richtige Endgegner sind das. Nun wollen unsere Helden mit einem Helikopter fliehen. Blöd ist nur, dass das Luftabwehrsystem ja immer noch ausgeschaltet ist und die Flugsaurier somit wieder angreifen würden, sobald der Helikopter über 150 Meter Höhe hinaus ist. Vorher nicht, das haben wir ja schon gelernt. Schön brav erst ab 150 Metern. Warum das Luftabwehrsystem noch aus ist? Naja, weil die Autoren das so wollen. Um das Luftabwehrsystem wieder einzuschalten, muss das Dream Team jedenfalls in die Zentrale. Moment. Warum das aus ist, der Grund ist doch einfach, weil Louis Dodgson es ausgeschaltet hat. Er hätte es wieder anschalten können, nachdem das Flugzeug abgestürzt war, möglicherweise, ja, aber ja, doch hätte er eigentlich schon machen sollen, ja, ist schon richtig. Vordringen, wo hunderte Biosyn-Mitarbeiter rumschwirren, aber das ist ja alles gar kein Problem. Wir schwenken rüber genau zu dieser Zentrale. Weil der Wald aufgrund der Heuschrecken angefangen hat zu brennen, leitet Biosyn nun die Evakuierung ein. Dafür wird ein Implantat im Hirn der Tiere genutzt, um die alle Richtung Zentrale zu lenken. Ja, das wird in Camp Cretaceous sogar noch mal ein bisschen besser erklärt. Da machen sie es halt mit so blöden PlayStation 3-Controllern. Das finde ich hier besser gelöst. Dass die diese Chips einfach haben, wenn es schon diesen Weg gehen muss. Ey, die Chips im Kopf haben, dass die quasi dann per Zentrale einfach zurückgeleitet werden können. Hier sehen wir sogar, seht ihr das? Das sind die unsichtbaren Gehege, oder nicht? Das und das hier, die man aus den Spielen auch kennt. Funktioniert offenbar prima, nur hat man offenbar dummerweise vergessen, den Flugsauriern so ein Implantat zu verpassen. Ansonsten bräuchte man jetzt den gesamten Plot mit dem Luftabwehrsystem nicht. Louis packt nun seine Sachen und bietet Ramsey nun an, eine neue Firma mit ihm aufzubauen. Here's what I'm thinking. We get started again. You and me. I can get money. Also Achtung, das Angebot hier geht nicht an einen der genialen Wissenschaftler oder so, sondern an den Kommunikationsmenschen. Also ey, ich bin ja echt kein Fan von Jurassic World Dominion, aber auch hier ist es nicht sinnvoll, dass er mit Ramsey drüber spricht, weil er ja Ramsey auch so übertrieben vertraut. Er ist ja gleich total enttäuscht, nachdem Ramsey ihn verarscht. Das hat er ja nicht kommen sehen. Das heißt, er muss ja Ramsey extrem vertrauen. Deswegen sagt er ja zu ihm, pass auf, wir machen das weiter. Weil er ja alle anderen Mitarbeiter nur als, keine Ahnung, vielleicht als Fußvolk sieht, aber Ramsey vertraut er ja wirklich. Ne, das ist so fast schon Freundperson für Louis Dodgson. Deswegen bekommt auch Ramsey das Angebot. Das finde ich immer noch nachvollziehbar tatsächlich. Jemanden, der Dinosaurier herstellen und klonen kann, sondern an jemanden, der gute Pressemitteilungen Ja, aber wer denn?
Dinosaurier herstellen. Da ist die Ansprechfigur, wäre hier ein Dr. Henry Wu, der in Jurassic World Dominion schon öfter gesagt hat, ey, eigentlich ist das, was wir gerade machen, alles komplett falsch. Louis Dodgson weiß, dass Henry Wu alles in Frage stellt, was Louis Dodgson wirklich macht. Während indessen aber ein Louis Dodgson denkt, dass Ramsay ein treuer Freund oder Mitarbeiter ist. Der traut ihm einfach. Das ist schon okay. Kann und ein gutes Händchen für Instagram-Posts hat. Ramsay gibt sich nun als Saboteur zu erkennen und wechselt damit nun auch offiziell die Seiten. It was you. You told me. Er wusste es eben nicht, genau. You set this whole thing up? You set me up? Ratzfatz sind die vielen hundert Mitarbeiter, die wir zuvor noch gesehen haben und die sogar extra einen Hausphilosophen vor Ort haben, aus dem Drehbuch geskriptet. Wo sind die nur plötzlich alle hin? Natürlich, klar, evakuiert, aber ich frage mich, womit? Es wurde zuvor erwähnt, dass der unterirdische Zug, also das Hyperloop-System, zu einem Flughafen fährt. Aber das Luftabwehrsystem ist ja ausgeschaltet, also scheidet diese Option wohl aus. Aber wenn nicht mit einem Flieger, wie kommt man sonst aus so einem Gebirge weg? Vielleicht zu Fuß? Da unten über den hier, über den See, keine Ahnung. Ist halt einfach dumm, hat man sich keine Gedanken drüber gemacht. Wollte man nicht erklären. Wahrscheinlich mit der Jonas Santos, die wieder gutes Angebot gemacht hat. Ich flieg trotzdem. Da kommt sie angeflogen, keine Ahnung. Egal, ist halt ein Actionfilm. Ja, zufälligerweise ja, genau. Trifft Ramsay nun unser Dreamteam in der Zentrale. Man stellt fest, dass man das Luftabwehrsystem nicht wieder einfach so anschalten kann, denn durch den Ausfall wurde der ganze Strom ins Primärsystem geleitet. Naja, es ist halt deswegen nicht mehr genügend Strom da. Deswegen muss man nun das Primärsystem abschalten. Break down all available power is seized by the primary system to keep running. We need all that power to reactivate the ADS. Und macht es wirklich Sinn, ein System zu entwickeln, das bei einem Ausfall und einer Evakuierung automatisch das Luftabwehrsystem nicht mehr mit Strom versorgt? Wie sollte man dann aus dem Gebirge kommen? Ach, ich weiß, egal, ist halt ein Actionfilm. Das Team teilt sich nun auf. Aber das sind wirklich auch so Argumente, die dann Leute bringen, die Jurassic World Dominion extrem verteidigen wollen. Ist halt ein Actionfilm, ist halt so. Du musst nicht immer alles hinterfragen. Stimmt auch, man soll nicht alles hinterfragen. Aber wenn ein Film dafür sorgt, dass du ständig Sachen hinterfragst, ohne es gezielt zu wollen, ist das nicht gut. Ist einfach nicht gut. Das ist, da kannst du mir wirklich schwer was erzählen, das irgendwie schön zu reden. Movie-Ams volle Ehrenmänner neben dir. Ja, ich mag die auch total gerne. Bin nicht immer derselben Meinung in einigen Sachen, aber ich mag die auch total gerne. Ja, aber da hat er auf jeden Fall jetzt recht und bin mal aufs Ende gespannt. Auf den Kampf bin ich mal gespannt, was da jetzt großartig gesagt wird. Der Kampf T-Rex gegen Giganotosaurus kommt ja auch gleich noch. Und Ellie wollen das Primärsystem abschalten gehen. Owen, Macy und Ellen machen sich auf den Weg, um Blues Baby Raptor zu retten. Wo wir es eben davon hatten, das sind keine Kopien. Ja, diese Szene ist wirklich laut Colin Trevorrow eingebaut worden. Als Inspiration an die Szene, in welcher Ellie Sattler den Strom wieder anschaltet in Jurassic Park 1. Und ihr könnt euch mal wirklich vorstellen, vielleicht mache ich da auch mal ein Video dazu, in wie vielen Szenen Colin Trevorrow sagt, da ist halt eine Inspiration gewesen. Guckst dir die an und denkst dir, nee, du hast doch einfach gerade quasi Copy and Paste gemacht, nur halt ein bisschen noch verändert drumherum. Raum klatschen dann die brennenden Käfer durch eine Öffnung in der Decke. Jipp, die Käfer haben sich hier wirklich durch die Decke gebrannt und liegen hier sterbend rum. Und Ellie und Claire müssen da halt durch. Dann schalten sie das Primärsystem ab. Worauf es allerdings wieder einfach hochfährt. Aber nicht nur das Primärsystem, auch die ganzen toten Käfer, die vorhin noch wie Fackeln vom Himmel fielen, werden jetzt reaktiviert. Warum? Weil die Autoren diese Passage hier eben aus dem abgelehnten Uwe Boll-Skript haben. Es gibt ein bisschen Spektakel mit den Käfern, das allerdings auch völlig unspannend ist. Dann hacken Ellie und Claire die Stromleitungen mit einer Axt durch. Und Ian sagt dabei wieder so unglaubliche Zeilen auf, die witzig sein sollen, aber einfach nur nach fortgeschrittener Demenz klingen. Soll das Jurassic Park 3 hinterfragen? Habe ich in sehr vielen Videos schon gemacht und habe dann einfach erklärt, wie man die ganzen Sachen erklären kann. Jurassic Park 3 konnte ich wenigstens irgendwie erklären mit zusammengereimten Sachen. Das hier, sehr schwierig. Hier kann ich nichts erklären. Also ich habe es ja vorhin versucht auf Malta. Ich habe versucht, das alles schön zu reden. Und als würde der Film versuchen,
zwanghaft dir zu sagen, wir machen hier Bullshit, verstehe es. Ich meine, Ian Malcolm, der Moment kommt ja auch noch, sagt sogar in die Kamera rein, von Jurassic World bin ich kein Fan. Das ist ein Meta-Gag. Lustigerweise stand dieses Zeile noch nicht mal mehr im Skript. Das ist eine Szene, die Dr. Ian, also die Jeff Goldblum einfach so gesagt hat. Weil Jeff Goldblum durfte nach Jurassic Park 1, da hat er nämlich sehr viel improvisiert, auch in Jurassic Park 3, nein, 2, sehr viel improvisieren. Auch da gibt es sehr viele Szenen und eben Lines, die er sagt, die so nicht im Drehbuch standen. In Jurassic World Dominion ist das eine davon. Ey, wie, ich meine, du hast die Möglichkeit zu improvisieren und sagt einfach Sachen wie, von Jurassic World bin ich kein Fan. In Jurassic Park 1 erwähnt Laurie öfter mal, dass in Jurassic Park ja immer alles so echt und so realistisch war und hier im Jurassic World ist alles so unecht und so fake und so, naja, einfach so nicht real. Ist so. Ist ein Fakt. Das ist so diese Meta-Gags, die dir einfach als Zuschauer schon sagen sollen, wir wissen, dass die Filme nicht gut sind oder nicht. Du nimmst einfach schon selber, gehst du einfach schon davon aus, die werden eh nicht ganz so geil. Scheiß halt drauf. Wir sagen es dem Zuschauer nochmal ganz kurz, das ist wie, keine Ahnung, wenn ich ein Buch schreibe und drück's dir in die Hand und sag, das ist eh Kacke, was ich da mache. So dieses, du hast nicht mal das Selbstvertrauen, ranzugehen an die Sache und eben das ernst zu nehmen. Das macht Marvel auch immer wieder. So diesen Gag. Wir wissen, dass das alles Quatsch ist. Ja, super. Dann Glückwunsch. Jurassic World gibt nur als... Ja, genau. Ian Malcolm ist eine Metafigur. Ian Malcolm schaut in die Kamera und sagt es. Der schaut nicht irgendwie so zur Seite. Er guckt in die Kamera. Er sagt es dir zu dir zum Zuschauer. Sagt er einfach, von Jurassic World bin ich kein Fan. Super. Gut. Toll. Colin Trevorrow selber hat übrigens auch gesagt, nach Jurassic World Dominion, er ist der Meinung, nach Jurassic Park 2 hätte es keine Fortsetzungen mehr geben sollen. Ich denke mir so, Alter, du machst eine Trilogie. Wie kannst du eine Trilogie machen, wenn du schon der Meinung bist, dass Jurassic Park 2 das Finale hätte sein sollen? Dieser Mann hat die Trilogie gemacht. Es gibt wirklich sehr schwierige Gründe, das alles zu verteidigen. Jurassic Park 3 mit der Jurassic World Trilogie vertauscht, nee, Mann, auf gar keinen Fall. Jeff Goldblum weiß schon, der hat halt einen geilen Check dafür bekommen und sagt, dann mache ich's halt einfach. Sam Neill übrigens war auch nicht so begeistert, ne? Wie sie bei der Pressekonferenz zu Jurassic World Dominion haben sie ja noch ganz groß den Film gelobt. Als der Film aber dann draußen war und sie mussten nicht mehr für die Presse oder Werbung machen, auf einmal hat auch ein Sam Neill ganz andere Töne gespuckt. So, der hat diesen Film so im kompletten Ganzen, hat er überhaupt nicht gewusst, was da wirklich alles passiert. Er kannte seine Szenen, kannte er. Das war's. Kein Interesse da gewesen. Das ist echt sehr schwierig, Mann. Dann zu sagen, der Film ist geil, wenn die Regisseure keinen Bock haben auf den Film. Laut eigenen Aussagen, kannst du alles nachlesen. Die Schauspieler auch nicht so begeistert waren. Und dann zu sagen, ja, der Film, wie soll das denn was werden? Ist halt sehr schwierig. Jurassic World ist eine billige Kopie vom ersten Teil. Fallen Kingdom, extrem dumm und hirnlos und Dominion. Ja. Ey, mit Jurassic World 1 haben sie einfach Folgendes gemacht. Sie haben sich einen Fanwunsch erfüllt. Jeder hat gesagt, ich würde gerne mal einen Jurassic Park sehen, der offen ist. Ja, bei dem Spiel Jurassic World Operation Genesis hat jeder einfach einen Park aufgebaut und dann gesehen, wie alles eskaliert mit Besuchern im Park. Das war Jurassic World. Dann aber Jurassic Park 3 verteidigen ist halt kein Argument. Das ist einfach nur Gejammer, dass ich Jurassic Park 3 verteidige. Da fehlt extrem viel dahinter als Argument, warum das nicht so sein sollte. Warum Jurassic Park 3 nicht verteidigen? Warum Jurassic World Dominion verteidigen? Da fehlt mir jetzt ein Argument. Und nicht einfach nur dieses Grütze, der sieht scheiße aus, so und so. Da muss ein bisschen mehr Substanz dahinter kommen. Ansonsten ist es einfach immer nur Gemecker. Über Sachen, die man nicht so gut findet. Du magst Jurassic Park 3 nicht und deswegen wird jetzt gesagt, Jurassic Park 3 ist scheiße. Jurassic World ist der brutalste Teil, finde ich. Das Chaos in Jurassic World war besser als das Chaos in Jurassic Park.
Ja, in Jurassic World 1 war die Szene mit Sarah war ziemlich krass, das stimmt. Aber brutal ist es ja nicht. Brutal ist... Die war actiongeladen, ja. Da war viel Action passiert. Aber brutal, in Jurassic Park hast du einen Arm gesehen, der abgerissen wurde. Das ist ja diese Brutalität, die dann dahinter steckt. Die man aus Jurassic World rausgenommen hat, übrigens auch nach eigenen Aussagen, weil das Ganze familienfreundlicher werden sollte. Ist ja vollkommen okay, kann man auch machen. Ja. Ich verteidige auch Terminator 3, auch wenn er kein geiler Film ist. Ey, sehe ich genauso. Terminator 3 mag ich auch total gerne. Ich sage auch immer wieder, ich mag Jurassic Park 3. Den musst du ja nicht mögen. Aber ich habe noch nie gesagt, Jurassic Park 3 ist faktisch besser als das und das. Ich finde den Film einfach nur besser. Aber Leute sagen, Jurassic World Dominion ist kein schlechter Film. Und damit verallgemeinern sie halt das. Und doch objektiv gesehen kann mir keiner wirklich plausibel erklären, warum das ein guter Film sein soll. Was ist daran? Objektive Meinung und subjektive Meinung. Ey, subjektiv finde ich, keine Ahnung. Du hast das Zauberwort nicht gelernt. Subjektiv, jetzt will ich gerade vom Thema weg, das war jetzt echt Punkteverschwendung. Subjektiv gesehen zum Beispiel, ich finde, das ist ein Film, den jeder echt kacke findet. Matrix 4 finde ich gut. Ist meine subjektive Meinung. Trotzdem sage ich nicht, Matrix 4 ist ein guter Film de facto. Wenn ich das sagen würde, müsste ich überlegen, wie kann ich das Ganze belegen? Wird schwierig. Wird echt sehr schwierig. Kann ich aber objektiv erklären, warum Jurassic Park 3 vom Handwerk her besser ist als Jurassic World Dominion? Definitiv, ja. Und dann müssten da Gegenargumente kommen. Die kommen halt nicht. Da kommt dann, ja, mir hat das und das nicht gefallen. Mir, das ist ja vollkommen Bums, was dir nicht gefällt. Wenn du mir sagen willst, dass das, dass der Look zum Beispiel, dass Jurassic World echter wirkt, vom Dschungel her als Jurassic Park 3, das ist ja einfach falsch. Das ist wie wenn es draußen regnet und du sagst mir, nee, draußen scheint eigentlich gerade die Sonne. Das funktioniert nicht. Habt ihr mal die Szene in Jurassic Park 3 gesehen, wo die Charaktere auf die Insel fliegen? Ganz am Anfang meinst du? Die sieht wirklich scheiße aus, das stimmt. Dort ist derselbe Stein von Jurassic Park und der Isla Nublar. Keine Ahnung, das kenne ich nicht. Die Szene kenne ich nicht, nee. Aber weißt du, womit Jurassic World Dominion beginnt? Mit einer Szene, wo du siehst, wo Brachiosaurier im Wasser laufen. Na, verstanden? Weil Jurassic Park 1 war das ja auch eine ikonische Szene. Also lassen wir einfach den Film damit beginnen. Bin gespannt, ob der Spino im neuen Jurassic World Film vorkommt. Kann schon sein, dass der vorkommt. Kann schon sein. So, bringen wir es jetzt zu Ende. Wait a minute. Aerial Deterrent System active. Victory! Victory! Macy, Ellen und Owen haben nun das Raptor-Baby gefunden und man macht zu zweit diese Handbewegung, die einfach immer funktioniert. Also ich hoffe, ihr wisst Bescheid, was zu tun ist, wenn irgendwann mal in der freien Natur ein Raptor vor euch stehen sollte. Owen betäubt jetzt den Raptor. Luis, der mit einem unterirdischen Zug flüchten wollte, wird jetzt natürlich noch schnell... Jurassic Park 3 ist doch ein ganz anderer Film als Jurassic Park. Jurassic World 1 ist eine billige Kopie von Jurassic Park. Jurassic Park 3 ist ein ganz anderer Film. Nicht mal ein Park in Jurassic Park 3. Der hätte nicht mal Jurassic Park heißen sollen im Endeffekt. Aber das ist ja ein komplett anderer Plot. Ein ganz anderer. Das ist jetzt Quatsch. Einer ebenso langweiligen wie vorhersehbaren Szene von mehreren Dinos platt gemacht. Unser Team kommt somit glücklich vereint wieder zusammen. Und da tritt Henry aus der Dunkelheit. Der hat die Insel natürlich auch nicht verlassen, weil... Ja, na, weil halt. Please, you have to listen to me. You created an ecological disaster. And I can fix it. Er erklärt nochmal, dass er Macy braucht, um die Heuschrecken alle wieder tot zu machen. Das ist für Macy voll okay. It's okay. Was wohl der Abschluss eines Charakterbogens sein soll, den es nicht gibt. Die überflüssige Pilotin landet nun mit einem Helikopter zwischen den ganzen Dinos, die bei der Zentrale sind. Mm-mm. Wir bekommen noch einmal kurz all... Nee.
Also guck dir den Film nochmal an, das sind Argumente wie Google doch mal. Google mal nach dem und dem, das ist Quatsch. Wenn du sagst, es gibt viele Kopien, dann musst du mir die jetzt auch nennen. Ich guck da gar nichts nach. Das ist doch deine Argumentation, dann musst du mir das erklären. Du musst es mir zeigen. Oder zumindest schreiben, wo da alles kopiert wird. Intelligentes Easter Egg, das Jurassic Park Logo live gestellt, dann fallen Giganotor und T-Rex übereinander her. Das fand ich aber gar nicht so dumm, dass man hier nochmal sieht, wie der T-Rex das Logo so zeigt. Das fand ich ganz cool irgendwie. Ich hab so erstmal gar nicht gerafft, bis mir das einer erzählt hat, aber ich fand es trotzdem ganz cool. Und weil der gemeine Zuschauer nicht versteht, was hier passiert, erklärt es Ellen noch einmal allen. This isn't about us. Wir bekommen also noch einmal sterbenslangweilige Plastik-Dino-Action geboten. Dann geht es allen gut, die Helden sind in Sicherheit und die Autoren hauen nochmal sämtliche Skills beim emotionalen Dialog zwischen Ellie und Ellen raus. Auch das mit Ellie und Ellen. Und da muss ich sagen, hat Jurassic Park 3 bös verkackt, wie man auf die beschissene Idee kommen kann, dass Ellie mit Mark zusammen ist in Jurassic Park 3. Das hier finde ich wirklich, das wäre früher nötig gewesen, aber es gab halt früher keinen Film mit den beiden. Die beiden gehören da, das heißt, ey, jeder wollte es sehen. Ist es kitschig, ist es viel zu romantisiert? Ja, aber das hat gefehlt auch. Das hat Jurassic Park 3, da muss man halt echt sagen, da hat keine Ahnung, was da die Idee dahinter war. So vielleicht hat man sich da gedacht, ja, die leben halt immer noch weiter und kann ja mal passieren und bla bla bla, aber hier Chicken Master, ich habe eben gerade was Positives über Jurassic World Dominion gesagt und was Negatives über Jurassic Park 3. Während du über Jurassic Park 3 nur am Flamen bist, permanent. Anfangsszene mit der Insel. Das ist doch jetzt, was ist das denn für eine Argumentation, Mann? Anfangsszene mit der Insel, was meinst du damit? Der Flug auf die Insel, wo sie auf der Insel rumlaufen, der Flug auf die Insel könnte man so nehmen, dass sie mit dem Flugzeug fliegen, obwohl es ein Helikopter war in Jurassic Park 1 und irgendwie müssen sie auf die Insel kommen. Okay, kann man irgendwie so nehmen. Brachiosaurus-Szene ist eine ganz andere als die in Jurassic Park. Du musst mal gucken, in Jurassic World Dominion ist sogar die Kamera exakt am selben Punkt wie in Jurassic Park 1. Nur weil ein Dinosaurier zweimal vorkommt, ist es ja nicht gleich eine Kopie. Raptoren auch. Raptoren kommen halt nochmal vor. Die kommen auch in Jurassic World vor. Das ist ja nicht gleich eine Kopie, nur weil die nochmal auftauchen. Eine Kopie ist es allerdings, wenn du in Jurassic World 1 die Szene hast, in welcher Lex versucht, diesen Schacht zuzumachen und es im letzten Moment schafft. Und du diese Szene einmal in Jurassic World 2 einbaust mit dem Indoraptor und dann nochmal in Jurassic World 3 mit dem Pyroraptor. Das ist eine Kopie. Wenn Saurier zwei, dreimal vorkommen, ist doch keine Kopie. Es gab ein Video von mir dazu, aber das war ja auch meine Theorie, warum die nicht zusammengekommen sind. Dass Ellen ja nachweislich sich überhaupt nicht weiterentwickelt hat und deswegen Ellie wollte ja Kinder. Und dass da deswegen irgendwas nicht gepasst hat. Ja, ist halt eine Theorie einfach. Ja, nee, da kommen wir jetzt nicht zusammen, Chicken Master. Einfach zu schreiben, ist keine Kopie, Punkt. Da ist halt irgendwie auch die Luft raus zu diskutieren. Das ist einfach eine Meinung, die jetzt hier durchgeboxt werden will. Selbes Thema kannst du bei jedem Film ankreiden. Bei Herr der Ringe, du hast halt ein Thema für eine Trilogie, für Filme. Jurassic World nimmt das Thema von einer anderen Trilogie, nämlich von der Jurassic Park Trilogie. Könnte man genauso kritisieren. Und zu sagen, weil die auf eine Insel fliegen, ist jetzt eine Kopie. Alter, da kannst du sagen, Star Wars Episode 2 ist eine Kopie vom 1, weil die dann Laserschwert benutzen. So funktioniert das nicht. So geht das nicht. Weißt du zufällig, warum die T-Rex-Szene in San Diego vom Zuschauer nicht beliebt ist? Ich mag die auch. Ich weiß gar nicht, was da so das Problem dabei ist. Ich glaube, weil die sich so aus dem Nichts herausgegriffen anfühlt. Die ist ja sehr eingefügt. Also der Film ist ja eigentlich zu Ende, Jurassic Park 2, und dann kommt die irgendwie nochmal mit dazu. Ich glaube, Leute mögen es einfach generell auch nicht, Dinosaurier in der Stadt zu sehen.
Weil dann ist immer die Frage, warum wirst du dem nicht Herr der Lage? Erklär das mal. Also warum, ist der Bildschirm ausgegangen, warum schaffen die es nicht, den T-Rex unter Kontrolle zu bekommen? Das ist halt eine Frage, die du auch in Jurassic World Dominion öfter hast. Warum, wie kommt es dazu, dass Dinosaurier auf der gesamten Welt global überall sind? Ich glaube, das stört Menschen einfach daran. Und Jurassic Park gehört auf eine Insel, ja, das ist schon richtig. Jurassic Park ist einfach, das ist, ja. Als ich Jurassic Park 3 zum ersten Mal geschaut habe, wusste ich nicht, dass es eine andere Insel ist. Da die Insel sehr ähnlich aussieht. Ja gut, das ist halt, wenn du im Wald stehst in Kanada oder im Wald in Österreich, wirst du es auch nicht unbedingt merken. Aber tatsächlich ist sogar Jurassic Park 3 und Jurassic Park 1 auf Hawaii gedreht worden. Nur Jurassic Park 2 glaube ich nicht. Irgendwie sowas. Du hast halt zwei tropische Inseln. Und ganz kurz Spoiler, ich war ja auf den Malediven gewesen. Auch da ähneln sich die Inseln dann doch sehr. Das ist natürlich halt so, ne? Tropische Inseln ähneln sich dann doch öfter. Das kann schon mal passieren. Genauso wie Städte im Schnee meistens auch sich ähneln, denn die haben alle Schnee. Das kann passieren. Ignoriere eben mal, was da gerade eingeblendet wurde. Unglaublich, wie das hier geschrieben ist, oder? Henry lässt dann im Happy End seine genetisch manipulierte Heuschrecke raus, um alle anderen zu töten. Wir lernen also, dass dieses Rumdoktern an genetisch hergestellten Tieren eine tolle Sache sein kann, wenn man sie mit gutem Zweck einsetzt und hebeln damit alles, wirklich alles aus, was Michael Crichton uns mit Jurassic Park 1 vermitteln wollte. Das ist vollkommen richtig, ja. Das stimmt auch wieder. Jurassic Park 1 erklärt ja die Geschichte, warum es einfach schlecht ist, in die Natur einzugreifen. Warum es schlecht ist, dass wir Menschen meinen, wir müssten Gott spielen und Dinosaurier erschaffen. Darum geht es in Jurassic Park 1. Jurassic Park 2 beendet eigentlich diese Geschichte perfekt. Mit der Frage und auch mit der Lösung, was machen wir trotz allem, wenn wir Dinosaurier erschaffen haben? Die sind jetzt eben nun mal da. Was machen wir mit denen? Die Antwort darauf ist von John Hammond selber: Wir lassen die auf der Insel selber leben. Die brauchen ihr eigenes Ökosystem. Wir haben jetzt die Verantwortung, diesen Tieren Lebensraum zu gewähren. Mag eine sehr romantische Gedanke sein, der wahrscheinlich auch so nicht unbedingt funktionieren würde in echt. Was macht Jurassic World Dominion am Ende? Die Lösung da ist, wir sperren die halt doch wieder ein, nur ins Biosyn Valley. Das ist die Lösung in Jurassic World. Das heißt wirklich, also das ist so, die nehmen das komplette Geschichte, die Michael Crichton erzählt hat und die Moral, die er auch aufbauen wollte und sagen einfach, nö, machen wir nicht. Sperren die wieder ein, ist schon gut so. Ja. Und Jurassic Park 3, wie gesagt, du kannst den nicht mögen, ist auch vollkommen okay. Ich kann das nachvollziehen, den mögen viele nicht, ich mag ihn halt. Was du mir aber definitiv bestätigen müsstest eigentlich, wenn du jetzt nicht einfach stur sagst, nö, ist nicht so. Jurassic Park 3 greift das Ende von Jurassic Park 2 nicht an. In Jurassic Park 2 wird gesagt, lass die Saurier in Ruhe. Punkt. In Jurassic Park 3 wird das nochmal unterstrichen. Da kommen Menschen auf die Insel und genau das ist eben so. Dass man Saurier in Ruhe lassen sollte. Na komm. Was haben wir jetzt für ein Problem? Tragisches Glück für ihn, dass er Jurassic World 3 nicht mehr mit ansehen musste. John, the kind of control you're attempting is, it's not possible. Listen, if there's one thing the history of evolution has taught us, it's that life will not be contained. Life breaks free, it expands to new territories, and it crashes through barriers painfully, maybe even dangerously, but, well, there it is. Eine sanfte Off-Stimme erklärt uns, dass die Dinos nun im Biosyn-Ressort geschützt von der Außenwelt leben können. Gleichzeitig sehen wir aber auch jede Menge Dinos so frei in der Welt rumlaufen. Also ist dieses Ressort dramaturgisch für den Arsch. Weil wenn die Dinos da drin leben und auch draußen, braucht man es von der Story her einfach nicht. Ganz am Ende sehen wir noch, wie Blue den Babyraptor abholt. Symbolschwer ist der Schnee vom Anfang in Windeseile wohl geschmolzen. Und alle schauen nachdenklich hinter Babyraptor her und die Musik vermittelt uns, dass hier was ganz tiefsinnig und emotionales passiert ist. Und man will nur noch, dass diese schmerzhafte Hölle an Film endlich endet und man nie wieder einen Finger an dieses Franchise legt.
Dann kommt noch zum Abschluss Footage von Charlotte Lockwood und die sagt ein paar kluge und intelligente Sachen wie: The idea that life on Earth existed 65 million years ago. It's humbling. Das klingt ja alles sehr schön, aber genau diese Art von Demut haben wir halt in Jurassic World genau nicht gesehen. Es ist eine Trilogie, die auf der Prämisse aufbaut, dass man eben keine Demut mehr vor Dinosauriern hat, weil man schon zu viele davon auf der Leinwand gesehen hat. Was ja auch Bullshit ist, ne? Dieses, wir sind gelangweilt von Dinosauriern. In unserer echten Welt gibt's auch Elefanten und Löwen und ich glaube, dass keiner sagen würde, boah, sind die langweilig. Boah. Ich sehe das anders. Ich denke, gut und respektvoll inszenierte Dinosaurier in einem Setting auferstehen zu lassen, das sich gleichsam real anfühlt und dennoch actionreich ist, umgeben mit starken, sympathischen Charakteren, die sich im Laufe der Filme auch wirklich entwickeln. Ich denke, dass das immer noch deutlich besser funktioniert als größer und mehr ist immer besser. Ja. Es ist ein Hauch dieser Magie, der heute noch Filmen wie dem klassischen King Kong oder Reise in die Urzeit von Karel Seemann innewohnt. Dieser Magie, dass da Menschen mit viel Fantasie und Vorstellungskraft diese gigantischen Tiere auferstehen lassen, die einst über diesen Planeten herrschten. Diese unmittelbare Vorstellung davon, dass Dinosaurier wirklich hier waren, da lebten, wo wir heute Gebäude bauen und auf zauberhafte Weise ihre Spuren für uns hinterlassen haben, als wollten sie uns sagen, wir waren hier. Ich bin überzeugt, dass dieses Mysterium immer noch starke Geschichten hervorbringen kann. Ja, als ich Michael Crichtons Jurassic Park vor 30 Jahren zum ersten Mal las, war ich gänzlich verzaubert. Ich konnte das Buch nicht mehr aus der Hand legen und saugte es förmlich in einem Zuge auf. Genauso ging es mir, als ich dasselbe Buch nun in Vorbereitung dieses Reviews noch einmal durchlas. Eben weil sich dieses Buch mit all seinen ausschweifenden Beschreibungen unglaublich echt anfühlt. Ja, der, das ist richtig. Der Erfolg von Jurassic World Dominion gibt mir jedoch Unrecht und den Machern Recht, wie ich eingestehen muss. Es bleibt also am Ende dieses Rage-Views nur einmal mehr. Ja, ist halt genauso ein Ding, wie auf YouTube gehen Reactions extrem steil. Sind sie deswegen qualitativ besser? Nö. Die Zuschauer gucken einfach nur sowas lieber. Es hat keiner mehr Bock, sich über Sachen Gedanken zu machen, über philosophische Fragen hinter Dingen. Leute wollen Action sehen, Dinos, die über die Leinwand rennen. Das siehst du ja bei allem. Marvel war auch mal wesentlich besser. Marvel hat mal Fragen gestellt wie, naja, Helden machen ja auch was kaputt, dann sind sie aber gar nicht mehr so gut, oder? Ist ja alles auch für die Katz inzwischen. Star Wars hat Fragen gestellt wie, was, wenn Glaube tatsächlich real wäre? Der Jedi-Glaube in den ersten vier Episoden, also Episode 4, 5 und 6, auch das gibt's inzwischen nicht mehr. Inzwischen ist das alles scheißegal. Und Leute rennen dann aber aus dem Kino, wenn die Joker sehen und sagen, sowas gibt's ja noch, gab's ja noch nie. Doch, sowas gibt's ständig im Kino, es guckt halt nur keine Sau sich an. Weil, ja, du willst unterhalten werden, du willst das Gehirn ausschalten, du willst einfach stumpf irgendwas gucken und das bekommst du eben dann damit auch. Ist ja auch in Ordnung, ist ja auch in Ordnung. Nur ich hab's halt wirklich gerne, und das soll jetzt auch nicht irgendwie hochgestochen klingen, wenn ein Film mir aber auch was erzählt und was vermittelt, mir irgendwas auf den Weg mitgibt. Ich mag das einfach. Deswegen Godzilla 1954 ist einer der geilsten Filme, gerade in Kaiju, Monster, Dinosaurier Universum. Weil da ist Godzilla wirklich noch ein Dinosaurier, tatsächlich, im ersten Film. Da werden einfach so Dinge aufgeworfen, wo ich mir denke, ja, da kann ich mir Gedanken drüber machen. Und ich mag das halt. Ja, Punkt. Darauf hinzuweisen, dass das alles ganz einfach ist. Es ist so einfach wie in einem Restaurant. Wir bekommen genau das, was wir bestellen. Wenn wir dafür sorgen, dass seelenlose, schlampig dahergeschriebene Blockbuster wie Jurassic World Dominion so einen großen finanziellen Erfolg haben, werden wir mehr davon bekommen. Und ich fürchte, wir werden uns bei der nächsten Auskopplung des Franchise. Und ich kann das komplett nachvollziehen, so 100%. Einfach mal anhand, das Video ist jetzt eh fertig, glaube ich. Anhand von mir selber. Wenn du auf YouTube Sachen machst, zum Beispiel, du machst jetzt irgendein Video, wo du stundenlang Arbeit reinsteckst und, keine Ahnung, kreierst eigene Geschichten, eigene irgendwas, und machst dann das Video, lässt es dann online laufen und es hat einfach kein Interesse dran. Leute haben da einfach keinen Bock drauf. Das ist, guck es halt dann aber auch nicht und dann machst du ein Reaction-Video. Und du guckst dir einfach nur was an von jemand anderem.
Und das bekommt plötzlich 100.000 Aufrufe. Nur als Beispiel, ist nie so passiert, aber als Beispiel. Dann sag ich mir doch, dann gebe ich mir doch keine Mühe mehr dafür. Wenn ihr das sehen wollt, bekommt ihr auch genau das, was ihr sehen wollt. Und das wird damit natürlich unterschrieben. Es gibt diesen Spruch, vote with your wallet, also wähle mit deinem Portemonnaie. Und das passiert hier eben auch. Das Jurassic World 4 oder wie auch immer die dann heißen werden in Zukunft, die werden nicht zu den Wurzeln zurückgehen, weil Jurassic World Dominion eben finanziell extrem erfolgreich war und die sich halt denken, Leute gucken das und es klappt. Also warum soll ich mir jetzt die Mühe machen und das Risiko eingehen, dass es vielleicht eher floppt für die Fortsetzung? Was ich einfach nur erhoffe, ist, dass jetzt, wo die ein Jurassic-Universum aufbauen wollen, dass es vielleicht Fortsetzungen geben wird zu Jurassic World, die dann Leute hier befriedigen, wie auch Chicken Master, der eben sagt, ich will sowas gern sehen, ich mag sowas. Dass sie aber auch jetzt die Möglichkeit haben, vielleicht nochmal zurückzuspringen und zu sagen, trotz allem setzen wir die ganzen Nummer fort, bringen aber vielleicht noch andere Filme oder andere Serien raus aus dem Jurassic-Universum, die mehr wie die alten aufgebaut sind, mit mehr Animatronics, weniger CGI, weniger Filter auf die ganze Nummer drauf. Wenn die das machen, können sie eigentlich nur gewinnen. Weil dann würden jetzt hier auch Chicken Master und ich sitzen und würden einfach sagen, ist mir eigentlich scheißegal, dass ich die Jurassic World Filme nicht mag. Dafür bekomme ich halt parallel dazu auch neue Sachen, die mir besser gefallen. Und er könnte einfach sagen, oder sie, ich denke mal, er würde einfach sagen, yo, ich mag halt Filme wie Jurassic Park 3 nicht, ist mir aber eigentlich auch scheißegal, weil dafür bekomme ich jetzt meine Jurassic World Fortsetzung. Dass, wenn die ein Universum aufbauen, damit könnten die nur gewinnen. Das wäre perfekt eigentlich für beide Lager. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall Movie M's wieder gut, sehr gut, hat mir echt gut gefallen. War wieder ein bisschen viel Gemecker, das sag sogar ich, nicht mecker sehr häufig über Jurassic World. Aber, ja. In diesem Sinne haben wir heute auch gut überzogen. Ich wollte eigentlich noch ein Video, noch drei Videos mit euch zusammen gucken von Movie Pilot, aber das wird heute nichts mehr. Wir haben jetzt schon 20 Uhr, ich muss noch was essen, das machen wir morgen. In diesem Sinne, ihr Lieben, schön, dass ihr alle am Start seid. Nicht sehr häufig und immer. Du, aber Spooky, du ja auch, ne? Du bist ja auch. Spooky meckert halt, du meckerst ja über Sachen. Spooky meckert, während er Meckern verurteilt. Dann bis morgen und tschüss, sehe ich genauso. Macht's gut, bis morgen. XD. Und ja, schönen Abend euch noch. Macht's gut. Ciao, ciao.